Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen im Jahr 2020 zu Hardcore Colonization an diesem wunderschönen Sonntagabend. Obwohl, ob er wunderschön ist, weiß ich nicht. Hier draußen ist es ziemlich dunkel, vielleicht regnet es auch. Ich weiß es nicht so genau. Schön, dass ihr da seid und ja, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Ich schalte hier mal alles auf normal. Und wer hätte es gedacht, erste Überraschung des Tages. Wer im Discord schon geguckt hat, hat es vielleicht schon gesehen. Ich habe geupdatet, ich habe geupdatet. Wenn es heute Probleme gibt, also wenn es Probleme gibt, gibt es die heute. Ich habe ein ganz bisschen getestet, das sah alles ganz gut aus. Ich habe zwei Debris-Teile verloren, weil das beim Update nicht gut geklappt hat, weil irgendein Antrieb sich umbenannt hat. Aber wir sind auf der 1.8.1. Modset ist noch aktiv und ich habe eine Kleinigkeit mit dazu genommen, und zwar die Semi-Saturable Reaction Wheels. Das heißt, Reaction Wheels sind nicht mehr ganz so stark und können saturiert werden, wie das in Wirklichkeit auch so ist. Das hatte mir der liebe Wöller mal empfohlen und fand ich eine gute Empfehlung und hatte ich mir fest vorgenommen, das beim Update mit reinzunehmen. Ich habe Ferrum Aerospace mit reingenommen für eine bessere Aerodynamik und irgendwas war noch. Irgendein neues. Das Astronomers Visual Pack habe ich mal das neue probiert, das 8K Resolution. Da müssen wir mal gucken, wie das aussieht. Erster Blick war okay. Wenn nicht, muss ich es wieder runterschmeißen. Mit Ausrufezeichen Seacan bekommt ihr wie immer die aktuelle Seacan-Datei. Ich habe direkt geupdatet von meiner alten Version. Also ich war ja auf 1.7.2. Hab dann eine 1.8er Version genommen, hab die ganzen Mods mit Rückwärtskompatibilität zu 1.6, 1.7 und 1.8 eingestellt in Seacan, wieder drauf gespielt. Hab dann das Safe Game rübergenommen und damit hat es auch funktioniert. Also, wenn ihr auch updaten wollt, es geht. Oder sieht zumindest erstmal so weit aus. Alles Weitere finden wir heute raus. Und jetzt aber erstmal zum Hallo sagen. Schönen guten Abend an den Neokörmen, an den Mickey, an Jojongs, an Mimir, an Nit01, an Divico, an Etienne, an Rolf Roller, an Eret, an Meoran und an Jack the White Rabbit und alle, die sonst noch irgendwie im Lurk rumlungern. Ich war auch ein bisschen fleißig und habe zum einen meine Backopfer wiederbelebt. Also Wöller, Meckes und Grimmisch sind wieder da. Ich habe aber beschlossen, das war das letzte Mal, das war das erste und das letzte Mal, dass ich das getan habe. Ich weiß jetzt, dass es da eine gewisse Toleranz gibt bei USI Live Support und da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da sauber arbeiten und ich rechtzeitig mit den Sachen um die Ecke komme. Und ich habe natürlich die neuen TM eingepflegt. Und zwar Adi Kirmen war schon stand schon bereit quasi. Dann haben wir hier noch Tanja Kirmen, Sulafur Kirmen, Damon Kirmen, Honi Kirmen, Ibor Kirmen mit ihren jeweiligen Kirbels. Sehr männerlastig übrigens. So, schönen guten Abend auch noch an Sulanfor, an Hugo, an von links wegen, an Lotus Artifacts, an Mr. Penguin King und dann sollten wir doch alle haben. Was machen wir heute? Meine Überlegung war, wir gehen heute nach Minmus, um so eine Art unbemannte Tankstelle zu planen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wie weit ich eigentlich mit dem Ganzen schon war. Und dafür machen wir jetzt erstmal einen ersten Blick über die Trackingstation Richtung Minmus rüber, was da eigentlich so rumgammelt. Das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so viel. Ich habe gerade mal auch alle Relays ausgeschaltet. Das macht die Sache deutlich übersichtlicher, wie ihr seht, in der Missionsliste. So richtig viel ist hier nämlich noch nicht, ne? Wir haben die Dawn Station und wir haben einen alten Octocore. Und dann wird es auch schon dünn. So, jetzt aber mal. Zermidis, vielen lieben Dank für den Resub im 22. Monat. Da sind die 2 Jahre auch bald voll. Vielen lieben Dank dafür und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Und Jens, vielen lieben Dank für den Resub im 15. Monat auch schon. Dankeschön. Und auch du gehst ja steil auf die 2 Jahre zu. Naja, ein bisschen ist noch, aber bevor der nächste Jahreswechsel kommt, kann es soweit sein. Okay, jetzt muss ich kurz niesen. Ah, wir gehen mal kurz zur Dawn Station. Das ist ja das Einzige, was wir da irgendwie rumfliegen haben. Und wir müssen das auch mal umstellen. Das ist immer noch als Raumschiff eingestellt. Das ist nämlich in Wirklichkeit
Eine Raumstation. Ich teile mal meine Gedankengänge mit euch. Und zwar, ich hatte überlegt, etwas ein wenig anders zu machen. Okay, ich habe so das Gefühl, dass mit der Dawn Station irgendwas beim Update nicht so richtig gut geklappt hat. Oder war die kaputt gegangen? Ach, die hat es so zerrissen, ne? Die Dawn Station, genau. Die Dawn Station, ist das korrekt? Erinnere ich mich richtig, dass die Dawn Station kaputt gegangen ist bei dieser ganzen Meuterei-Aktion, wo die sich irgendwie weggeschossen haben? Ich glaube ja, ne? Das war das Problem. Hier hat es irgendwie alles zerlegt. Genau. Das war ja unser Problem, warum ich die drei wiederbeleben musste. Oder? Man korrigiere mich. Ich glaube, so sind sie doch gestorben. Und schönen guten Abend auch an Adlan, an den Ungu. Dankeschön für die explizite Erwähnung. An DJ RJC und an Plugs. Hab deinen Kanal vorgestern kennengelernt und feier deine LPs mega. Vielen lieben Dank. Und ja, du bist nicht auf dem aktuellen Stand. Das kannst du jetzt alles nachholen oder du steigst halt einfach da ein, wo wir sind. Noch haben wir das Kerbin-System nicht verlassen. Genau. Okay, also, meine Überlegung war folgendermaßen. Letztes Mal habe ich es ja so gemacht, dass wir für die Missionen immer zum Minmus-Orbit geflogen sind, dort aufgetankt haben und dann weitergeflogen sind. Ich glaube, ich will das anders machen diesmal. Ich glaube, ich unterstelle, wenn ich den Sprit ranbringe in einen niedrigen Kerbin-Orbit, also ich würde ihn auf Minmus trotzdem abbauen, weil es auf Minmus sehr viel effizienter ist, das zu tun. Und würde dann aber die Betankung im niedrigen Kerbin-Orbit durchführen, um den Eject zu anderen Planeten stärker den Oberth-Effekt auszunutzen, weil ich mich in einem starken Schwerkraftfeld noch befinde. Das wäre so meine Überlegung, die Starts ab jetzt aus dem Kerbin-Orbit zu machen, sodass wir lieber eine sehr gute Kerbin-Raumstation aufbauen und hier quasi nur eine Bodenstation haben, unbekörbelt, unbecrewt, die den Treibstoff abbaut und einen Shuttle, dass die ganze Geschichte rüberfliegt. Das wäre so der Plan. So, das heißt, was wir jetzt tun müssen, also das war erstmal so zum Gedankenteilen, wie ich da eigentlich drauf gekommen bin. Was wir jetzt tun müssen, wäre halt mal gucken, ob wir eine unbekörbelte Station überhaupt hinbekommen. Und ich glaube, wir haben schon. Wir haben, glaube ich, schon einen Messsatelliten im Orbit, oder? Wievielte Folge ist das jetzt in 181? Das ist die erste Folge in 181. In 181 ist die allererste Folge. Ich habe heute geupdatet, also wir werden heute sehen, wie gut es funktioniert. So, hier ist ein Ressourcenscanner. Okay, das heißt, wir haben einen Überblick, wie Ressourcen verteilt sind. Sehr gut. Okay, das heißt, wir können uns jetzt mal damit beschäftigen, das Ganze mit Ressourcen zu versehen, beziehungsweise mit einer Bodenstation zu versehen, auf der wir den Sprit abbauen. So, wir haben ein bisschen Science noch übrig. Mal gucken, ob wir in der Kategorie noch überhaupt noch was kriegen. Ne, ich glaube, das ist durch. Also wir brauchen unter 550 Punkte. Brauchen wir gar nicht um die Ecke kommen. Der Drops ist schon gelutscht. Hey, Major Spanker und 27 Spankinetten. Schön, dass ihr da seid. Seid ihr fertig mit Monster Hunter World? Hier ist es ein bisschen raketenlastiger. Bisschen weniger Monster. Bisschen mehr Raketen, was aber auch okay sein kann. Nicht muss, aber kann. So, okay, da haben wir auch schon ein bisschen was, aber gut, wir können jetzt im Moment nichts kaufen. Das heißt, wir müssen mal aus dem, was wir haben, zusammenstellen, was man draus machen könnte. Was man draus machen könnte. Also, Idee wäre, Mining Rig zu bauen. Mining Rig besteht aus
Bohrern Houston, auf jeden Fall. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Yo, 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 yo. 22 Monate auch schon beim Herrn Spanker. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und ganz herzlich willkommen an Prophet, an Minas Secret und den Tassido. Und wen du sonst noch so mitgeschleppt hast. Hallo. Hallo. Guck mal, ich habe einen neuen Rahmen, Herr Spanker. Der ist jetzt ein bisschen dünner, sodass man mehr Platz für die Kamera hat. Bist du jetzt endlich glücklich? Bist du jetzt endlich glücklich? So, wir werden das Ganze anfangen, glaube ich, mit einer Guidance Unit. Ich will auf jeden Fall das Ganze geprobcord fliegen. Und jetzt wäre halt die Frage... Einige Raketen machen mir mehr Angst als ein Monster. Na gut. Also das wird das Minimus Mining Rig. Aber jetzt müssen wir mal gucken, wie wir damit arbeiten können. Zack, 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 zack. Container wären natürlich eine echte Option. 2 5er mehr. Various Goods. Ich glaube, ich brauche einen Container für... Ich kaufe... Ah, genau, hier ist auch zu sehen. Ore geht da rein. Sehr schön. Okay, also wir probieren das mal auf Containerbasis. Und zwar so, dass man lesen kann, was da steht. Hey, Prophet, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. So, also, ja, natürlich steht es dann auf der anderen Seite falsch rum. Blöde Beschriftung. Okay, also, wir wollen in diesem Container Erz haben. Ein wundervolles Blau. Blö. So, wir müssen, glaube ich, ein bisschen Inline Reaction mitnehmen. Gerade so ein bisschen, wie wir es machen. So leicht versenkt sollte kein Problem sein, denke ich mal. Da können wir alle mit der Chor gehen. Also hier ist auf jeden Fall Erz drin. So weit, so schlecht. Dann brauchen wir in irgendeiner Form... Funktionieren die Dinger mit den Containern? Das wäre eine große Frage, ne? Oh, das macht mir Sorgen, dass der so komisch rumfuchtelt. Das beruhigt mich noch nicht so. Ich würde, glaube ich, zu anderen Landing Legs tendieren. Kriegen wir die Dinger hier gut ran? Sehen noch gar nicht schlecht aus für den Container. Wenn wir die so bauen, so, was wird das heute? Das wird ein unbemanntes Mining Rig. Für Minmus, also die Idee ist, etwas aufzubauen, womit wir Erz abbauen können auf dem zweiten Mond von Kerbin, um daraus Treibstoff herzustellen, den wir dann im Weltall verwenden können, um Schiffe nachzutanken, ohne dass sie nochmal neu starten können, neu starten müssen. Das hätte den Vorteil für unsere upcoming Interplanetar-Mission, dass wir... Das ist auch ein schöner, breiter Stand, ne? Dass wir damit... Ah, verdammt. Moment. Dass wir damit sehr stabil stehen würden. Habe ich jetzt die Höhe getroffen? Ja.
Und hier noch den Container, dann kannst du die große Platte verwenden. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has große landed. Platte verwenden. Ich will den nicht aufrecht stellen. Ich will den auf jeden Fall. Den will ich auf jeden Fall flach stehen haben, damit der sehr stabil auf dem Boden ist. Ah, verdammt, ich hab. Damn! So. Ich habe an der falschen Stelle angefasst, Schrägstrich vergessen, Schiff zu halten. So, lasst uns mal. Upp. Ich bin bisher sehr überrascht, wie gut das mit 181 funktioniert hat. Ich hoffe, ich finde nicht noch irgendwo schlimme Trümmer, aber im Großen und Ganzen scheint es okay zu sein. Seinem Schrauber. Tschüss. So. Bohrer. Nächster Step. Bohrer. Schönen guten Abend, De Boer. Und Überleber, vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat. Wir müssen noch mindestens 12 Bohrer an. 2. Einigen wir uns auf 2. Also ich würde mit 2 Bohrern arbeiten. Worum geht's heute? Heute geht es um eine Minmus Mining Station. Ist hier oben auch zu lesen. Minmus Mining Rig. Und natürlich auch unseren ersten Anlauf live mit der 1.8 zu arbeiten. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Mining dürfte Utility sein, oder? Ja. Was war nochmal der Unterschied? Der verbraucht weniger Strom. Automated Version. Ich glaube, der Automated Version war besser, wenn man niemanden mit dabei hat, ne? Prof, das freut mich, dass die Tutorials dir geholfen haben. Das ist auch die Idee dahinter. Und schön, wenn es dich angefixt hat. Aber wir können natürlich... Was hältst du, was haltet ihr denn von 4? 4 wäre auch okay, oder? Müssen Aura abbauen. Vier pro Seite, also 16. Hallo? Nein. Natürlich nicht. Um Himmels Willen. Es ist immer der letzte Knopf. Es ist immer der letzte Knopf. So, fast außen. Bisschen tiefer noch. Mal kurz mal gucken, ob das überhaupt richtig ist. So. Was wäre denn, wenn wir das hier, wir nutzen diesen Strich und oh, ich muss mal den Befehl mit den Seekern-Files ein bisschen aufräumen, ne? Sofort los, geht sofort los. So, das sieht doch schon mal nach was aus. Eins nach dem anderen. Mikas, vielen lieben Dank für den Resub im fünften Monat. Dankeschön. Und jetzt muss ich mal ganz schnell bei Streamlabs rein und einmal die Befehle anpassen, weil die Liste können wir ein bisschen kürzen.
Und es ist auch nicht mehr ganz korrekt. Deshalb muss ich es gleich mal ganz schnell anpassen. Denn wir spielen mittlerweile auf der 181. Und da sollten keine Fehlinformationen drin stehen. Deshalb machen wir das schnell mal sauber. Edit. So. Der Rest kann raus. Ich hoffe, ich habe das Richtige geupdatet. Bla 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 bla. Ich glaube, es ist nämlich nicht das Richtige. Jetzt muss ich mal ganz kurz. La 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 la. Und einmal in die Dropbox. Sie denn? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? So, jetzt ist der CCAN auch geupdatet, glaube ich. Hoffen wir mal das Beste. So, und wir bauen weiter. Also der Ausrufezeichen CCAN-Befehl sollte jetzt geupdatet sein und euch auch das korrekte CCAN-File geben. Das war nämlich eben noch falsch. Und da auch die richtige Beschreibung haben, welche Version ihr benutzen müsst. So. Ich habe schon wieder relativ viel nicht gelesen. Lalalala. Naja, eins nach dem anderen. Ihr müsst das üben. Auch wenn andocken. Andocken ist dann echt schon die hohe Kunst immer. Wenn man so weit ist. Nee, Neo, ich glaube nicht, dass die zu niedrig sind. Also letzten Endes, das schwarze Ding muss in den Boden rein. Und der graue Part sollte nicht im Boden sein. Wenn ich das jetzt mal abgleiche mit die Beine berühren den Boden, sieht das so ganz gut aus. So, und wenn wir das jetzt retracten, sind wir safe nicht im Boden drin. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Also, wir haben vier Bohrer für Ore. Jetzt kommt natürlich der Part, dass wir das noch ein bisschen umwandeln müssen in Treibstoff. Ich bin tatsächlich am Überlegen, sind es die Material Processing Units oder nicht? Ich meine, das ist natürlich so die schönste Variante eigentlich. Outputs, Liquid Fuel. So, es gibt Liquid Fuel, es gibt Liquid Fuel Oxidizer, Monopropellant, Chemicals, Metals, Polymers, Fertilizer. Blablabla, eigentlich reicht mir das für meine Zwecke. Schalten wir jetzt mal frei. Ich glaube nämlich, wenn wir den schön geplaced bekommen würden. Ist halt die große Frage, wie wir den placen. Wieder die gleiche Frage. Also wir können natürlich so nach außen gehen. Das ist eigentlich nicht das, was ich vorhabe. Ich glaube, die Dinger funktionieren wahrscheinlich nicht.
Tanks haben will, ne? Das wäre natürlich recht schön gewesen. Schön einfach vor allen Dingen. Was Futuristisches. Wie sieht das aus, wenn wir die hier retracten? Ein Frachtraum oben drauf und dock ihn dann innen an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? Aber ich glaube, größenverhältnismäßig wird das nicht gut hinhauen. Die Cargo Bays sind halt auch echt zu groß. Also entweder zu groß oder halt zu klein. Also das hier ist zu klein, um sowas reinzubauen. Das Ding ist zu groß. Wird die ISAU nicht mehr Sinn an der Station machen? Das Ohr ist halt sehr viel schwerer zu transportieren, ne? Das Ohr wäre halt sehr viel schwerer zu transportieren. Auf der anderen Seite hätten wir natürlich weniger Stuff, den wir jetzt nach Minmus bringen müssen. Und sehr viel weniger Transportkosten für... Mehrere davon mitnehmen. Nee, eigentlich ist der Plan, nur eins mitzunehmen. Aber wir müssen jetzt natürlich noch so ein paar Sachen auf die Kette kriegen dafür. So, das Schöne wäre, das wären gleichzeitig halt auch Liquid Fuel Oxidizer Tanks. Ne? Das ist nicht ganz schlecht. Frage, ne? Machen wir das vor Ort oder machen wir es nicht vor Ort? Es erhöht natürlich das Gewicht und die Komplexität des Mining Rigs ein ganzes Stück, wenn das Ding wenn das ganze Ding auch noch umwandelt. So. Groß.
So. Reicht das durch eine ganze Nacht? Oder brauchen wir da... ganzen Reaktor wäre auch ein bisschen übertrieben, ne? Was brauchen denn die einzelnen Dinger? Der Drill braucht... acht pro Sekunde. Das heißt, wir haben schon mal 32 pro Sekunde. Dann haben wir die ISRU. Was ist das Ding? Material Processing Unit, sorry. Material Processing. Hallo? Processing. Nope. Der braucht. Unter der Maske, wir machen LFO. Jetzt kommt um 6. Ist gar nicht so viel. Aber knapp 40 ungefähr. Wenn ich jetzt mal die Kühlanlage noch mit dazu nehme. Wie viel Ore passt in einen Container? 3200 Einheiten. Also das sollte eine Weile reichen. Wie machen wir die Stromerzeugung? Knapp 40 Einheiten. Entry Cost schon 35k, ne? Ich produziere vor Ort, glaube ich. Ich denke, ich werde vor Ort produzieren. Ich überlege halt gerade, ob ich... Ist das zu teuer, oder? Wir haben jetzt 1,7 Millionen, 74.000. Kostet uns der Spaß? Ist es das wert, jetzt schon einen Nuklearreaktor zu investieren? Wenn, dann wäre es auf jeden Fall der. 100 ECs sind erstmal gar nicht schlecht. Brauch halt auch eine entsprechende Kühlung, ne? Das macht es halt auch wieder. Kühlung müssen wir allerdings auf der anderen Seite auch schon wieder eh mitnehmen. Wir kaufen ihn jetzt mal. Mal gucken. Also, angenommen, was wiegt das Ding, was kostet es? Erstmal gucken wir das vielleicht nach. 29k, 0,4 Tonnen. Das ist eigentlich ganz okay. So. Obendruf Nukularreaktor. Obendruf Nukularreaktor. Um die ganze Sache zu betreiben. So, jetzt haben wir schon. Jetzt können wir uns mal langsam merken. Also, wir haben 225 kW. Vom Reaktor. Wir haben von den ISRUs jeweils nochmal 250 kW Max. Ist das required oder ist das Max? Ich denke, es ist required, ne? Wir gehen mal vom Schlimmsten aus. Wir gehen mal vom Schlimmsten aus und sagen, nee, das ist zu viel. Wieso sollten die zwei ISRUs so viel Kühlung brauchen wie ein ganzer Atomreaktor?
Ich denke, die 50 sind realistischer. Also nochmal 100 kW von den Dingern. Und das Ding hier braucht auch nochmal 50 kW, sind also nochmal 200 kW. Sind wir also bei 525 kW Kühlleistung, die wir jetzt im Moment brauchen. Ein bisschen Puffer. Bisschen Puffer schadet wahrscheinlich nicht. So. Bisschen Puffer schadet wahrscheinlich nicht. Kühlung. Okay. Was haben wir denn Schönes? Das Ding schafft 50 kW. Das ist, surprise, surprise, ein bisschen wenig. Das Ding schafft 76. Das Ding schafft 300. Das sind eigentlich die coolen Dinger, ne? 360. Die haben mir halt schon immer sehr gefallen, weil die so schön ausklappbar sind. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem. Die muss man irgendwo ranbauen. Sportlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch hübsch anzusehen. So was Insektenmäßiges. So, kann er drehen? Mit Öhrchen, Augen und Fangzähnen. Unintended. Bin ja noch nicht fertig. Damit hätten wir aber auf jeden Fall genügend Kühlleistung und ein bisschen Überschuss, um mit 0,2 Strom pro Sekunde auch nicht zu energiehungrig. Überlege es. Inflatable Tank. Die Dinger nimmt. Ich überlege, wie wir den Treibstoff speichern. Dinger sind halt. Düm. Würde passen, ne? Ich kann mir sogar noch aussuchen, was es ist. Sehr schön. Der Treibstoffmacher für Minmus, genau. Der passive Treibstoffmacher. Will er den nicht so? Den muss ich also händisch setzen. Natürlich nicht besonders viel Treibstoff, ne? Den wir da speichern können. Hier noch ein
ein bisschen was. Da sind wir insgesamt bei, naja, mit viel gutem Willen, etwas über 1000 Liquid Fuel, 1200. Das ist das Ding halt voll. Im Vollbeladen wiegt es 18 Tonnen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Also, das wird leichter sein. So. 11 Tonnen jetzt mit. Hier oben ist natürlich noch Treibstoff drin. Das braucht es nicht unbedingt. 7 Tonnen jetzt noch. Ja, vor allen Dingen soll es ja erstmal nur die Produktionsmenge aufnehmen, ne? Es nimmt ja erstmal nur die Produktionsmenge auf. So, wenn wir jetzt noch davon zwei mitnehmen. Oder von mir aus auf vier. Dann können wir nämlich auch auf Monoprop umstellen. Einfach mal sagen, hey, lass uns mal ein bisschen Monoprop-Land noch raus. Because of reasons. Ist auch nur ein kleiner Zwischenspeicher, aber er wäre halt da. Wir können Ohr speichern. Wir können Liquid Fuel speichern. So einen Baum später einen Tank anzuhängen. Ja, also was auf jeden Fall rankommt, allein schon wegen dem Sky Crane, ist eine Option, also ein Docking Port oben. Kommt auf jeden Fall ran. Da kann man natürlich später noch irgendwelche Tanks aufsetzen. Optisch bin ich mit dem Deckel da noch nicht ganz so zufrieden, ne? Fliege. Das muss ich mir von euch nicht gefallen lassen. Scheiße. Das sieht leider auch nicht schön aus. Nee. Irgendein Deckel oder so. Irgendwas um der ganzen Sache ein. Etwas würdevolleren Abschluss zu geben. Als das da. Zack. Wiegt das irgendwie viel? Ne, 0,04 Tonnen.
Na, warum will er nicht andocken? Weil genau andersrum gedacht ist, ne? Ah! Ich will nicht, dass du so rumgedacht bist. Ärgerlich. Jutta, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. Na gut, dann ist das jetzt so. Good enough. Nee, da muss... Docking Port ist keine Option da unten. Da muss noch ein... da muss dieser Tank halt noch hin, damit wir hier was auffangen können. So. Was das Ding auf jeden Fall braucht, ist eine Antenne. Bei 2G völlig ausreichend. Hübscher. Die ist eigentlich fast cooler, ne? Aber ich glaube, ich finde die ein bisschen. Nee, das baue ich nicht als Single Stage Orbit, das baue ich als eine feste Installation. Die Idee ist dann, dass man hier runterfliegt und dann die Betankung durchführt. Also, dass es ein Transportvehikel gibt. Ah, das ist wahrscheinlich nicht so schlau. Wenn das Ding nämlich voll ist, wird es ein bisschen knapp. Ich glaube, zwischen den Bohrern ist gar nicht schlecht. Einmal so. Und einmal für Leute, die was anderes als Anschluss brauchen. Socket. So, dann haben wir hier zwei Adaptersysteme. Also hier ist dann einmal ein Schlauch zum Ausrollen, wenn man hier geparkt hat. Oder hier ist ein Adapter, wenn man selber einen Schlauch mitgebracht hat, um sich anzudocken.
Also einmal eine männliche und einmal eine weibliche Seite quasi. Wie jeder gute Adapter das so hat. Also, du trollst hier die armen Zuschauer. Das ist aber nicht nett von dir. So. But now we need the... Das geht sogar, ne? Ist relativ knapp, aber es klippt sich jetzt nicht zu Tode oder so. Zack. Sieht ein bisschen aus wie so ein holländisches Wohnmobil. Alles sehr vollgepackt. Das ist aber eigentlich alles mit dabei, ne? Der war tatsächlich gar nicht schlecht, Major. Der war gar nicht schlecht. So. Yannick, vielen lieben Dank fürs Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kermonauten. So. Ich glaube, so kann man das machen. Jetzt brauchen wir nur noch einen adäquat funktionierenden Skycrane. Tibur, vielen lieben Dank auch an dich fürs Follow und auch dir natürlich ganz herzlich willkommen nochmal, auch wenn du schon eine Weile rumhängst. So, zack und ein großes Reaction Wheel, damit wir ein bisschen Kontrolle ausüben können. Dann werden wir das Ganze aber auf überaus vorsichtige Art und Weise. In diesem, bevor hier einer Clipping schreit, da drin ist ein Hohlraum. Ihr könnt das sehen. Hohlraum. Ich versenke es. So. Wo wir es noch cooler machen könnten, können wir das hier versenken. Das ist auch ein Hohlraum in der Mitte. Seht ihr das? Geil. Geil.
So, Aerodynamik ist da eigentlich echt auch nicht mehr wichtig. So, und jetzt brauchen wir. Aber wir brauchen einen Tank, ne? Wir brauchen sowas von einen Tank. Fällt mir gerade mal so ein. Ohne das wird es nämlich echt schwierig, das Ding irgendwo anzulanden. Von daher sollten wir einen Tank draufbauen. Wir sollten da tatsächlich einen Tank draufbauen. Am besten ja irgendwas. Gar nicht so schlecht. Das irgendwie bisschen eleganter ohne Einstiegskosten von 1 Milliarde. Hoffen wir, dass die Größe stimmt, oder? Aerodynamic Nose Cone in befuelbar. Das wäre doch richtig. Ja. Ist jetzt aerodynamisch. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Müssen wir gleich immer so übertreiben. So. Zack. Jengsan, 27 Monate schon. Holy shit. Dankeschön. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. Jetzt brauche ich ein ganz schnödes Stück Metall, glaube ich. Den I-Beam. Ah, gar nicht so schlecht, das Teil. Warum zur Hölle tut er das immer wieder? So. Okay, tatsächlich ist der I-Beam an allen Stellen sauber vorbei. So, und jetzt nehmen wir 4 kleine Oscar-Bs. Große Frage, ob es zu viel gewollt ist. Trust-Weight-Ratio-mäßig. Sechs, Leute. 6,91. Lächerlich. Lächerlich. Ich wollte nur halb so viele mitnehmen. Jetzt machen wir noch einen kleinen Stromanschluss ran. Sehr schön. Ganz, ganz hervorragend. Autostrutten. Autostrutten in die Mitte. Autostrutten nach da oben. Jawohl. Autostrutten. Center Part, genau. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Also hier hätten wir unser Mining Rig mit Skycrane schon fertig. Kostet noch nicht mal 100.000. Und könnte uns da unten ganz gut versorgen. Hoppala. Sogar noch Sprit drin. Eigentlich meine Trust-Weight-Ratio 8,04. Sorry, Leute. Das ist echt lächerlich wenig. Naja, machen wir mal so, ne?
Machen wir mal so. Das Einzige, was ich hier sehe, ist natürlich so ein bisschen. Ah, da fällt es mir wieder ein, ne? Ist die kleinen? Ne, das sind die großen, glaube ich, ne? Das sind die kleinen. Was wäre, wenn wir die Dinger. Ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Auf jeden Fall mal mittelschwer komisch aus. Wäre aber an sich cool. Versteht ihr, was ich meine? Dass man sagt so, ich kann das im Fairing ein bisschen eleganter verpacken. Die eigentlich eleganteste Verpackung wäre natürlich die hier. Aber ich weiß nicht, wie er damit so umgeht. Das schreit halt nach Krakenangriff alles. If you know what I mean. Sieht komisch aus. Technisch funktioniert es aber, ne? Vielleicht. Wollen wir uns das mal kurz auf dem Launchpad angucken, ob das wirklich funktioniert? Das würde mich nämlich mal interessieren. So, wir machen das mal so. Nix Autostrut. Die Dinger müssen. So, wir starten locked. Und so, Antenne, 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 reicht in der Reichweite. Frohes Neues! Frohes Neues auch für dich, Anni. So, lass uns das mal probieren. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Ob er das. Ja, was soll schon passieren, außer dass uns das gesamte Launchpad um die Ohren fliegt, weil das Ding irgendwie einen schweren Krakenangriff erleidet. So, ich bin sehr gespannt. Wir gleich mal einen kleinen Betriebstest machen. Ich hätte vielleicht die Beine ausfahren sollen, wo wir drüber sprechen. Naja, irgendwas ist immer. Das erinnert mich daran, dass wir noch Action Groups einrichten müssen. So, schöne Sache ist ja erstmal, wir können stehen. Das ist doch schon mal viel wert. So. Gut, passt auf.
Der Trick ist dann eigentlich zu sagen, lockt raus und Traverse Rate machen wir mal ruhig schön langsam. Ich will nicht, dass wir sterben. Oh oh, oh oh. Ah, irgendjemand stirbt schon. Wir brauchen viel Strom dabei, oder? Es geht. Scheint okay zu sein. So. Ein bisschen Schiss, dass die einfach stumpf durchsacken. Weil Schwerkraft und so. Ah, guck mal, die Leitungen gehen mit. Das ist richtig gut. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, aber sie hängen ein bisschen durch, ne? So. Ah, relativ gut funktioniert. Sehr schön. Und Zündung. Und. Gott, ich habe einen Hörsturz. Damon, dein Körper ist im Programm, ja. So, das muss ich noch ändern gleich. Die Lautstärke von den kleinen Dingern ist echt assig. Aber in der Theorie? Ja, das Problem ist, dass alles mit der Schwerkraft nicht gut funktioniert. Aber sie schwingen nicht. Haltet euch mal kurz die Ohren zu. Scheint zu funktionieren. Ich klappe die ja nachher in der Schwerelosigkeit aus. Da ist das ja kein Stress. Was ich schon mal faszinierend finde, ist, dass die Dinger sich mitdehnen. Das ist ja schon mal relativ viel wert. So, jetzt machen wir gerade noch den hier. Deploy. Deploy. So, du kannst auch mal starten. Einfach mal kurzen Funktionstest hier durchführen. So, Mr. Reactor, wo stehst du? Available Power 225 Kilowatt. Bla bla, Generation 100 ECS. Alles klar. Dann Feuer frei. Start Ordre. Ja, natürlich nicht so besonders viel Ohr, ne? Bum, jetzt die große Frage, liegt es daran, dass hier wirklich kein Ohr ist? Früher ging das mal. Früher ging das mal. Dackelmann, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten. Aber ich glaube, wir finden es raus. Wir machen das so. Das sieht für mich vielversprechend genug aus. So, wir müssen jetzt die Lampe da noch ändern. Wir müssen die Action Groups noch machen. Und dann bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir das so nach Minmus bringen können. Und in einem erzhaltigen Gebiet absetzen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn wir das in der Schwerelosigkeit ausfahren, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass das Ding auch nicht wie Kraut und Rüben in der Gegend rumhängt, sondern eigentlich ganz, ganz sutsche funktionieren müsste.
müsste. Hinterher ist man immer schlauer, aber wir probieren das jetzt gleich mal. Aber im Großen und Ganzen. Wer bist du und wo ist Wintermensa? Ja, sorry, ich bin viel eingesprungen. So, also, nicht automated. Sonst kommen uns die Dinger entgegengesprungen. Das wäre ungut. Die Dinger auf jeden Fall locked. Yes. Okay. Okay. Das Ding genau andersrum. Sonst ist das die ganze Zeit rot, was irgendwie dumm wäre. So, und dann sind die nämlich auch synchron. Sehr gut. So, Action Groups. Wir brauchen für Gear auf jeden Fall, das will ich nicht händisch machen. Toggle Stabilizer. Toggle Stabilizer. Und ich hätte. Die blöden Indicator Lights sind schon auf Licht. Sehr schön. Okay, cool. Ah, 20 Tonnen. 20 Tonnen kriege ich nicht mit meiner reusable Rakete hin. 20 Tonnen bekomme ich nicht mit der reusable Rakete weg. Okay, also müssen wir uns was Eigenes bauen. Vor allen Dingen müssen wir uns irgendwas Eigenes mit einem großen Fairing bauen, habe ich so das Gefühl. Wir brauchen erstmal einen Decoupler. Nein. Nein. Wie ärgerlich ist das denn? Erstmal brauchen wir einen Adapter. Um da irgendwie was ranbauen zu können. Verdammt. Das war auch wieder klar, ne? Ist das so halbwegs mittig? So, so lassen wir gelten. Oh ne, mit zwei Starts? Nee. Das ist nur Fuel Stuff. Das ist tatsächlich nur Fuel Stuff. So, Decoupler. Und viel zu kleiner Adapter. Das ist eine große. Da. So. Ich weiß nicht, ob ein 2,5er uns reicht. Ich glaube nicht. Nope. 2,5er reicht uns nicht. Wir müssen also mit einem 3,75er Fairing arbeiten. Kann man so machen. Ist dann halt. Ein sehr großes Fairing. Riesentanks. Ein kleiner 5-Meter-Tank. Ja. Ich wollte gerade sagen, so Riesentanks habe ich noch nicht, aber scheinbar habe ich 5-Meter-Tanks. Deshalb muss ich diese Aussage vielleicht ein Stück weit zurückziehen wieder. Sind die Tanks leer? Die da meinst du? Ja, ich glaube schon. Die sind leer. Das Erz glaube ich auch. Alles leer. Monotrop? Auch leer. Alles leer. La la la. Aber du hast Uran mit dabei, ne? Ja. Hier, das ist die richtige Größe, ne? Ja.
Okay, diese Form von Fluggerät versehen mit einem überschaubar übertriebenen. Die sind übrigens umbenannt worden, die muss ich irgendwie neu freischalten, leider. Aber sie sind zum Glück nicht ganz so teuer. Libelle Klaus Dieter. Wenn dich das glücklich macht, ist das die Libelle Klaus Dieter. Ja, nicht Cheetah, wo ist er denn? Wo ist denn dieser Wolfhound? Könnte ganz gut funktionieren hierfür. So, die Kiste da oben hatte mit ausgeklappten Triebwerken 1,4, meine ich. Um und bei. Über den Daumen gepeilt. Achso, was ich noch. Eine Sache wollte ich noch machen, um einfach sicher zu gehen, dass wenn alle Stricke reißen, wir so ein absolutes, so einen absoluten Notfallstrom hier haben. Die sind klein, die stören nichts, die wiegen nichts. So, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Müssen wir jetzt so groß bleiben? Genau, also eigentlich bis 22 Uhr. Manchmal mal ein paar Minuten länger, manchmal ein paar Minuten weniger, aber 22 Uhr sollte relativ realistisch sein heute. So, jetzt mal schauen. Ich habe auch schon große Decoupler. Eigentlich. Short wird ein bisschen arg short, ne? Medium ist super. So. Trust Weight Ratio von 0,55 ist völlig ausreichend. 2700 Delta V ist auch völlig ausreichend. Jetzt müssen wir. Ah, gutes Stück. Boah, 46.000 kostet der. Ich weiß nicht, ob ich den. Bezahlen möchte. 2000, das ist aber noch größer. Vielleicht baue ich mir mehrere kleine zusammen. Im Leben nicht. Leute, im Leben nicht. So, vielleicht eins weniger. Wird nämlich langsam ganz schön teuer. So, dann nehmen wir da eine Engine Plate drunter mit einer Vierer-Konfiguration. Ich habe noch nicht so eine richtige Idee, wie ich es machen will. Das ist eine 4x1. Quad, dankeschön. Und Engine-mäßig. Vier Mainsails auf Kompakt. Dafür reichen sie dann wiederum nicht, ne? Dafür sind sie dann nicht kompakt genug. Skipper wird auf kompakt auch nicht funktionieren, denke ich mal. Jawohl. Vier Skippers gehen. Vier Skipper. Na dann, haben wir doch eine Ansage, oder?
So, und jetzt sind wir ja endlich mal in der glorreichen Lage, das neue DLC, also die neue Version zu haben. Das heißt, ich kann mir jetzt mal einen richtig fetten Booster kaufen, ne? Die Frage ist jetzt. Sogar Vektoren. Die Frage ist, welcher ist cool? Ich kaufe mir den jetzt mal. Oh, das sieht doch nett aus. Ah, ich will unbedingt mit riesigen Boostern fliegen heute. Weil more Boosters und so. Ah, die haben auch eine schöne Dimension, finde ich. Die gefallen mir. Die passen da schön rein. Nehmen wir so. So, wir brauchen jetzt wirklich mal die großen Teile. Glaube ich. Heute ist der Tag, wo wir sie wirklich brauchen. Weil ich möchte, dass diese Booster uns dann auch bitte verlassen. Nice, das sieht echt cool aus. Ich bin sehr gespannt. Ist jetzt natürlich ein bisschen experimentell, aber. Irgendwas ist ja immer. Gebt euch diese übertriebenen Riesenteile. Hup. Voll gut. Autostrad, heaviest part. Ja. Makes sense, Autostrad, Part. Oh. Sieht jetzt nicht mehr aus wie eine Libelle, sieht eher aus wie irgendwas sehr Großes, sehr Übertriebenes. Aber soll nicht unser Problem sein. Startvorrichtung noch ran. Und Flügelchen nicht vergessen. Flügelchens retten Raketenleben. Und eine Sekundärantenne fällt mir gerade noch auf. Und Strom für unterwegs. Ja, wir haben es gleich. Fallen nur noch so ein paar Last-Minute-Sachen ein. Hast du Care gar nicht installiert? Doch, es wird nur. Ist noch nicht. Angezeigt gewesen. Eingeblendet. Hier. Cable Engineer. Zack. All them informations. All them informations. Ich hab's nur nicht angeschaltet gehabt. So, 1, 2, 3, 4. Jawohl. Hashtag lächerlich kleine Flossen. Hoffe, das geht gut, Leute. Also. Das Zeug kommt in die erste Stage. Das Zeug kommt in die erste Stage. Das Zeug kommt auf jeden Fall auch sowas von in die erste Stage. Und der hier läuft mit. ,57, das heißt, wir müssen die Dinger nicht ganz auf Volllast fahren. Reicht, ja. Fatika, schön, das freut mich. Ganz herzlich willkommen. Nicht die stärksten Booster. Gibt bestimmt noch größere, nehme ich an. Aber einer reicht es mal. So, irgendwo hier. Sicherlich der Rest. Das müssen wir uns dann angucken. Das machen wir eh manuell. So, jetzt wollten wir noch eine für unterwegs Antenne. Noch eine für unterwegs Antenne.
schon so lustiges Spitzending da haben. Ich werde diese Antenne nicht gerade aufsetzen können. Tja, ist okay so. Oh, das macht mich fertig. Zack. Das ist sauber drin. Das fällt bestimmt alles irgendwie auseinander, aber ich strutte das mal nochmal lieber. Also wirklich manuell gestruttet. So ein bisschen Sorgen, dass es nicht hält, ehrlich gesagt. Wenn es schwingt, dann hier irgendwo. Zack. Und hier ist natürlich auch nochmal so ein bisschen. Ich sag mal ein Wunderpunkt. Weil wir dann nur einen Dockingport dazwischen haben. Dockingports sind halt, wenn ein bisschen Last drauf kommt, nicht unbedingt die verlässlichste Verbindung. So, Leute. Das haben wir. Da ist eine Antenne, da ist eine Antenne. Wir machen noch eine passive für den Anfang. Und wir machen zwei Solarpaneele ran für unterwegs. Dass wir so eine grundsätzliche Stromversorgung haben. Während wir zum Minmus fliegen. So! Genau, die YouTube-Folgen hängen ein bisschen hinterher. Aber es gibt hier auf Twitch in meinem Videobereich, also wo die Aufzeichnungen sind, eine Sammlung mit allen Folgen von Hardcore Colonization bis zur heutigen. Wenn man das aufholen mag. So, ich glaube, ich muss mich jetzt der Realität stellen, ob das funktioniert oder nicht. Da hier keiner drin sitzt und sich eigentlich auch keiner reingeschlichen haben kann, sehr gut, hätte ich gesagt. Wir machen das jetzt einfach. Im Worst Case kostet das eine Menge Kohle, weil wir das Launchpad gleich in die Luft jagen. Aber das ist Worst Case. Und das hoffen wir alle nicht. Schönen guten Abend, Kallis. Und Jasser, yo, der eigene Körbel wird kommen. Wahrscheinlich baue ich den heute nicht mehr im Livestream ein, aber ich gucke mal, dass ich ihn bis zum nächsten Stream dann drin habe. Also zur Kenntnis genommen. Auch wenn das mit den Alerts irgendwie noch nicht funktioniert. Und Hugo, vielen Dank für den Resub im 14. Monat und natürlich auch für den guten Flug. Ich hoffe, es wird ein guter Flug. Schauen wir mal. Die wievielte ist das gerade? Es ist die gleiche Zählweise wie bei YouTube. Das ist jetzt die 22 oder 23, bin nicht ganz sicher. Ja, also von der aktuellsten Folge sind es nicht ganz 10. Ich glaube, bei YouTube ist aktuell 14 und diese Woche kommt dann, also jetzt, in der nächsten Woche kommt die 15 raus. Mit dem Umbenennen, ja, du kannst sie entweder Datei editieren oder sie übers Cheat-Menü direkt einstellen, also über Alt-F12. Da kann man auch direkt Namen vergeben, funktioniert aber nur für die drei Default-Klassen, also für Piloten, Wissenschaftler und Ingenieure. Ich spiele mit ein paar mehr Klassen. Die muss ich dann im Savegame umeditieren. So, aber ansonsten funktioniert es übers, also wenn du sie nicht rekrutierst, sondern übers Sheet-Menü einführst, da kann man sie dann reinpacken.
Ein kleiner dicker Knubbel. Ja, hoffen wir, dass der kleine dicke Knubbel aerodynamisch durchhält. Das werden wir jetzt gleich sehen. In diesem Sinne, Schub auf voll und hoffen wir mal. Es fliegt schon mal vom Launchpad weg, das ist gut. Zu langsam rum, also sie hat zu viel Druck. Ich nehme jetzt mal ein bisschen was raus. Fast Rate habe ich noch gar nicht wieder drin, ne? Ich muss noch ein bisschen was einstellen. Dann im Moment. Ich habe aber ganz gut Kontrolle. Booster scheint auch heiß zu werden jetzt. Optisch sehr schön bisher. Das neue Pack gefällt mir. Okay, ich gehe auf Vollschub. Huch, das war nicht Vollschub, das war das Gegenteil. Und Booster Set. Sauber. Jetzt gucke ich mal, dass ich die Kiste rumbekomme. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich weiß noch nicht, inwiefern Feram Aerospace mir komisch kommt. Jetzt will ich gleich beim ersten Flip hinlegen. Ich glaube, hier oben hat es auch mit Aerodynamik nicht mehr so viel. Ich muss mich da erstmal ein bisschen rantasten. Sieht gut aus. So, die Booster haben doch schon mal ganz gut gearbeitet. Ich glaube, wir können das Fairing dann zwischen die Stage Separation schalten. Moonaufgang, genau. Sowas von mit Moonaufgang. Sieht gut aus bisher. Habe ich da zwei von? Ja, ich bin ein bisschen dumm. Okay. Dann Fairing auf. Sehr schön. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und ab auf die nächste Stage, würde ich sagen. Auch das hat ganz hervorragend funktioniert. Alles sehr gut aus. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, Leute, ich glaube, wir sind gar nicht schlecht unterwegs.
schön bisher. Und ein sehr schönes, leises Triebwerk. Endlich. Das Weltall sieht sehr dunkel aus. Krass, wie dunkel, weil... Aber das finde ich von der Optik her ganz gelungen, weil wir noch so nah an Körben sind. Ich bin mal gespannt, ob es nachher im Dunkeln besser ist. Ah, guck mal, da oben hat man es für einen kurzen Moment hat man die Sterne erahnen können. Ja, Delta V-mäßig sieht es auch wirklich gut aus. Dass wir uns da eigentlich keine Sorgen machen müssen. So, ich fahre jetzt mal das Triebwerk weit runter. So, sehr schön. Wir sind unterwegs zur Apoapsis. 40 Sekunden sind wir da. Da können wir dann zuklarisieren. Ich lasse das jetzt einfach auf kleiner Flamme weiterbrennen. So, dann werden wir uns gleich mal einen Transfer zum Minmus suchen. Das können wir alles noch sauber auf dieser Stufe hier abfeiern. Ich denke sogar einen Großteil der Landung wahrscheinlich. Wir müssen vorher nur gucken, dass wir das hier alles sauber ausfahren. Weil sonst wird es peinlich. Aber bis hierhin läuft es doch ganz gut. Und sieht auch sehr schön aus. Und sehr stabil bisher. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass es so bleibt. So, jetzt brennen wir hier mal unseren Orbit hoch. Ja, Herr Winterlichter. Genau, das Risotto dann ab und zu umrühren. Na komm, ein kleines Stück noch. Geben wir ihm noch einen letzten Kick. Und dann ist er im Orbit. Dann sollten wir bei dem Gewicht, was wir haben, sogar noch ein bisschen Kohle bekommen. Ich mach's heute extra spannend. Tschatsching. Nochmal 40.000 zurück. Sehr gut. Okay, ich mach mal unsere Positionslichter an. Jetzt sind wir ja da, wo wir sein wollen. In the Weltall. Ihr wolltet Positionslichter? Jetzt habt ihr Positionslichter. So. Wie kann man eigentlich die Version updaten, wenn man einen kopierten Game-Folder arbeitet? Geht das überhaupt? Naja, du machst kein direktes Update. Was ich jetzt heute zum Beispiel gemacht habe, ich habe mir bei Steam die geupdatete Version genommen, also Stock Vanilla, habe die zur Seite gelegt als Folder, habe das ganze Mod-Set installiert, geguckt, ob das erstmal läuft und habe dann das Safe-Game-Copy-Paste rübergenommen aus der alten Installation, also aus der 1.7.2 und habe das Safe-Game halt geladen und geguckt, welche Probleme dadurch entstehen. Meistens funktioniert halt irgendwas nicht. Also fast immer funktioniert irgendwas nicht. Genau. Apropos, funktioniert irgendwas nicht. Der scheint auch noch an einer nicht so guten Position zu sitzen. Ich verstecke den mal ganz höflich hinter mir. Zack. Wie sieht es denn eigentlich aus mit unserem... Der ist auch noch da. Sehr schön. Der Yule Explorer hat das Ganze auch überlebt. Der ist auch in der Uhr noch drin, ne? Ja. Sehr gut. Genau, im Prinzip ist es eine frische Installation, in die das alte Safegame reinkommt. Das hat meistens so ein paar Probleme. Auch diesmal gab es wieder ein paar Probleme, weil Teilenamen sich geändert haben. Diesmal waren es aber zum Glück Probleme mit Teilen, die Schrott waren. Genau, das Seacan-File, was du über Ausrufezeichen Seacan kriegst, das funktioniert mit der 1.8.1. So, jetzt kommen wir auf die dunkle Seite. Oh, guck mal, hier sind Gewitter. Seht ihr das? Entweder sind hier Grafikbugs oder Gewitter. Ich glaube, das soll ein Gewitter sein. Und jetzt sehen wir auch... Ah, guckt euch das an. Schon schön. Und auch toll, dass es so funktioniert, dass man es auf der hellen Seite quasi... Guckt euch das an. Der Himmel wird schwarz, wenn wir ins Licht gucken, weil man es einfach nicht sehen kann. Aber sobald wir ins Dunkle schauen... Ah, wonderful. Und da unten ist ein Gewitter. Den Übergang finde ich noch ein bisschen zu hart. Den könnte man weicher machen, aber... Klagen auf hohem Niveau. Klagen auf sehr hohem Niveau. So Leute, lasst uns
nach Minmus düsen. Ah, wenn wir schnell fliegen, kann das funktionieren. Und wir haben, dann brauchen wir nicht mal eine Angleichung. Und wir haben genug Treibstoff. Dann fliegen wir einfach auf dem Descending Node. Das spart uns dann ein Manöver. Muss man noch ein bisschen Gas geben. So. Dann mock wieder so, ne? Büb, büb, büb. So, Strom sieht gut aus. Der Reaktor läuft aber auch noch nicht, glaube ich. Ich hoffe, die hat noch keiner hochgefahren. Nee. Den fahren wir auch erstmal auf ein ganz niedriges Niveau. Falls der angehen, also falls wir den anmachen und gucken dann, wie viel wir eigentlich brauchen. Aber jetzt bringen wir die Kiste erstmal rüber zum Minmus. Und bringen sie dann da. Wow. Richtig gut. Top, top. Wie früher einfach immer das Licht weg war. Dafür war das gerade. Früher war halt einfach plötzlich dunkel. Guckt euch das an, wie es langsam dunkel wird jetzt. Mann, 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 wie schön war das denn gerade, oder? Wie schön war das denn gerade? Z-Maker, vielen lieben Dank für den Resub und den guten Flug. Und ganz herzlich willkommen in der Silberkategorie der Raketen nach einem halben Jahr. Welche Visual Mods sind dabei? Einiges. Einfach Ausrufezeichen C-Can Plugs, dann kannst du die C-Can-Datei entweder in C-Can reinladen oder einfach beim Texteditor aufmachen. Da siehst du auch, welche Visual Mods alles mit dabei sind. Astronomer Visual Packs, Scatterer, Enhanced Visual Environments. Also da ist einiges mit dabei. Da ist einiges mit dabei. Planet Shine, glaube ich, auch. Meine ich. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, ja. So, 23 Sekunden noch bis zum Burn. 23 Sekunden noch. Ich bin froh, wie stabil das bisher läuft mit dem. Oh, ich bin gespannt. Habe ich Engine Lightning noch drauf? Das werden wir jetzt gleich sehen. Dumm, dumm. Ich muss mich an die neuen Tasten gewöhnen. Ich habe auch das Tastatursetting mal gewiped, damit ich beginne, mich an die deutsche Tastaturbelegung zu gewöhnen. Engine Lightning scheint nicht mehr drauf zu sein oder nicht sauber zu triggern. Oder wird von einem anderen Effekt überschrieben. Aber was immer noch funktioniert, ist, dass die Triebwerke beginnen zu glühen. Das finde ich auch ein so toller Effekt. Ist der grüne Punkt Joule? Das da hinten ist Joule, ja. Das ist tatsächlich wirklich Joule. Wir können auch mal gucken, ob wir die anderen Planeten finden. Können wir irgendwelche sehen? Ich hatte Eve vorhin gesehen. Aber wahrscheinlich ist der gerade auf der anderen Seite jetzt. Also, wenn wir jetzt auf der Map gucken würden, wäre auch in diese Richtung Joule tatsächlich. Genau, das ist die aktuelle Version KSP 181. Right. Natürlich heftig gemoddet, ne? Also das muss man der Fairness aber dazu sagen. Dass jetzt nicht irgendwie, ihr dürft jetzt nicht KSP 181 anschmeißen und denken so, ja, dann ist das genauso Modpack. Auf jeden Fall Modpack draufhauen, wenn ihr wollt, dass es das genauso aussieht. Sonst passiert da nicht allzu viel. Gespannt, wie unsere Tankstelle so sich schlägt. Ja, mal schauen. Sieht ganz gut aus. Passt schon.
So, ich weiß noch gar nicht, wie das mit diesen semi-saturierbaren Reaction Wheels ist. Ob die irgendwann. Gibt es da irgendwie eine Einstellung für, wo ich mir das angucken kann, wie es aussieht gerade, oder? Okay, aber scheint im Moment noch klar zu kommen mit seinem Leben. So, wir sind jetzt im Dunkeln, wir haben aber mehr als genug Batteriepuffer. Weiß gar nicht, wie das hier ist. Ist das jetzt meine Hoffnung, wäre ja. Nee. Das muss ich aber mal gucken. Das nervt mich ein bisschen, dass ich habe Persistent Rotation, aber auch im 172er-Setup noch nicht zum Laufen bekommen. Ich mag das eigentlich, wenn die Sachen weiter rotieren im Time Warp. Ich hatte gehofft, dass das jetzt durch die semi-saturable Reaction Wheels irgendwie wieder fluppt. Aber so, jetzt haben wir gleich wieder Licht. Jetzt können wir mal unser Deployment probieren. Schattenwurf und so sieht schon echt gut aus. Kann man nichts sagen. Auch mit so Halbschatten und solchen Geschichten. Sehr, sehr viel besser als früher. Sehr viel besser. Sehr schön. Okay. Was wollte ich eigentlich tun? Ich wollte diesen Stuff hier ausklappen. Okay. SRS an. Vielleicht SRS auch lieber aus. Lock weg. Target Angle auf jeden Fall nicht mit dieser Traverse Rate. Traverse Rate machen wir ganz langsam. Und dann ziehen wir den Target Angle runter auf 0. Mit dem Ziel, sie dort wieder zu locken auch. Ah, so gut. So gut, wie es funktioniert. Und es sieht so, so abgefahren gut aus, oder Leute? Ist leider echt hübsch. Lockt. So, jetzt sind die in dieser Position wieder eingerastet. Das soll es eigentlich gewesen sein für den Skycrane. Sagt die Theorie. Vielleicht sollten wir einen kleinen Testlauf einmal machen mit dem Ding. Das machen wir gleich im Minmus Orbit, bevor wir landen. Testen wir einmal, ob der sauber trotzdem hier sein Fuel zieht. Nee, ich spiele ohne KS3P. Findest du die Facecam zu groß? Ich hasse dich, Major. Ich hasse dich. Okay. Let's go, Minmus, würde ich sagen. Wir könnten uns einfach ein Bremsmanöver machen. Oder wir machen noch ein kleines Korrekturmanöver tatsächlich. Um sauber in die Umlaufbahn zu gehen. So 25 Kilometer ist eine schöne Höhe, um sich einen Überblick zu verschaffen. Okay,
Dann probieren wir doch mal den neuen Zoom-Modus, wie der so funktioniert. Sind die Arme gerade? Ja, klar. Hier zieht halt keine Schwerkraft dran. Also hier funktioniert das alles. Sehr schön. Ist halt Schwerelosigkeit, ne? Und jetzt sind sie auch gelockt. Ach, guck mal da oben. Das Nordlicht ist auch sehr schön zu sehen, ne? So. Jetzt haben wir unser Manöver. Jetzt können wir gleich mal gucken unter Last, ob die gelockten Arme irgendwie wegbrechen. Ich mache auch nur einen leichten Burn. Also zum einen, weil das eh nur sehr wenig Manöver zu brennen ist und weil ich auch nicht will, wenn jetzt irgendwas nicht sauber eingerastet ist, will ich nicht, dass die Arme sofort nach unten durchschlagen und mir da irgendwie das Mining Rig zerstören. Sondern wir machen das ganz vorsichtig. Nee, Landeplatz suchen wir dann aus dem Orbit aus. So, wir probieren es jetzt erstmal ganz vorsichtig. Locker flockig. Und die Erwartungshaltung ist, dass die Arme, weil sie gelockt sind, ich gucke nochmal, das sind sie auch, stabil bleiben. Sieht gut aus. So, und ich denke, viel mehr Kraft als das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht selber auswirken nachher. Weil wir uns nur im Minimus-Schwerkraftfeld bewegen. Ah, na Genie, hey. Tja, hat der Major dich einfach rübergeradet? Also bisher bin ich von dem Raumschiff, so speziell es aussieht, das gebe ich offen zu. Es sieht interessant aus auf jeden Fall. So sehr bin ich davon angetan, wie gut es funktioniert tatsächlich. Also ich habe mit weitaus Schlimmerem gerechnet. Zip, ich mache mal hier vorne die Skycrane-Antenne raus. Ah, sieht auch aus wie so gebaut, ne? Wie so gebaut. So. Und dann Abflug zum Manöver. Wir haben auch so viel Electric Charge auf Reserve. Jetzt können wir mal gucken. Irgendwo hatte ich Eve gesehen. Jetzt ist da schon wieder Minmus im Weg. Ich sehe ihn jetzt nicht, aber ist egal. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Orbital Injection. Ich würde euch mal ein paar Prozent Licht geben. 10. Nee, das ist zu viel gewesen. 5 reicht. Das macht mir das Weltallding sonst kaputt. So. So ist es okay, glaube ich. So kann man das ganz gut sehen, was ich hier treibe. Müsste nicht ganz im Dunkeln stochern. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr Schub an die Sache ran. Arme bleiben immer noch stabil. Das, obwohl wir fast 1G gerade Last drauflegen. Also wir sind jetzt bei knapp 1G Bremsleistung. Das könnt ihr hier sehen am GeForce-Meter. Und die Arme knicken nicht weg. Das sieht schon mal sehr gut aus. So, wir sind im Orbit. Und aus damit. So, was ich jetzt mal probieren möchte, ist, wir machen den jetzt mal ganz bewusst aus und fliegen jetzt mal den Rest vom Manöver mit den kleinen Antrieben. Weil ich will einfach sehen, A, dass die Dinger stabil bleiben. Achtung, das wird jetzt kurz laut, weil ich auf Volllast gehe. Und ich will sehen, dass der Sprit hier rauskommt. Hier raus muss der Sprit kommen und die Arme dürfen nicht wegschlagen. Los geht's. Sieht gut aus. Sprit ist von hier.
Und die Arme sind nicht weggeschlagen. Das sieht gut aus, Leute. Das funktioniert. Das funktioniert. Ich mach die wieder aus erstmal. Ja, das ist ein bisschen mies, dass die kleinen Engines immer noch so laut sind. Da haben sie irgendwas fürchterlich unbalanced mittlerweile. So. Good enough. Jetzt müssen wir mal. Irgendwie geht hier Planetenoverlay. Bla 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 bla. Bla bla bla. Boah. So. Da im Dunkeln gibt's was. Und hier ein bisschen im Hellen wäre was. Aber könnte ja auch im Dunkeln runtergehen, ne? Machen wir noch einen Orbit und landen dann hier. Ist ja egal. So, die wichtige Frage ist, haben wir eine Funkverbindung, die safe ist? Ja, haben wir über dieses Relay im Moment. Und würden wir dort landen, haben wir eine direkte Funkverbindung zu Körben runter. Auch gut. Alles klar, dann lasst uns die Landung vorbereiten. Also wir gehen auf jeden Fall hier in dieses große Gebiet rein. Wir suchen uns dann im Endanflug einen guten Landeplatz. Dass das jetzt auf der dunklen Seite ist, ist erstmal so. Ich heiz schon mal den Reaktor ein bisschen auf gleich. Okay, Reaktor Start. Okay, der fährt jetzt hoch. Und dürfte uns gleich ein bisschen Strom liefern. Das reicht erstmal, um die Kiste im Dunkeln zu betreiben. Wir fahren ihn später hoch. Wir sind ja jetzt noch nicht auf voller Produktionsleistung. Hätte ich doch Scheinwerfer. Ach, scheiß auf Scheinwerfer. Nobody needs them. So, was wir auf jeden Fall auch brauchen, sind dann diese Antennen. Hey Luca, grüß dich. Da, 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 da. Ja, die neuen Oberflächenshader sind schon echt wirklich schön. Ganzen Texturen auch. Echt hübsch gemacht. Okay. Auf zum Manöver. Gut, 3 Sekunden Time Warp war dumm. Wieso würde mein Bohrer denn beim TÜV durchfallen? Was ist denn falsch mit euch? Mein Bohrer ist super. Gleich. Kurzer Burn, also wenn ich mal so gucke. Pff, ja. Ja, ey. Können wir? Das können wir gleich mal nach dem Burn gucken. Können wir umpumpen? Das wäre so gut. Müssen wir hier Crossfeed wahrscheinlich einschalten, aber dann geht's vielleicht. Vielleicht können wir Crossfeeden. Dann können wir uns das Fuel einfach in die Upper Stage pumpen. Ist ja nicht so, als ob wir nicht Tanks hätten. Bevor wir es abwerfen. Zack. So, ich denke, das ist good enough, oder? Das ist grob im Mining-Gebiet und 9 Minuten, so viel Rotation kommt da auch nicht mehr. So, wenn wir jetzt hier sagen, enable Crossfeed, bloß nicht die Kabel drücken. Zack. Zack. Schade.
Warte, ihr habt auch noch was dazwischen, ne? Enable Crossfeed. Zack. Zack, yes. Wir saugen da jetzt einfach den Sprit raus. Bing, bing. Die Skalierung kannst du hin und her drehen. Also ich spiele auch auf 1440p und skaliere halt das UI ein bisschen und skaliere es dann halt nachher beim Stream runter auf 1080p für euch, dass ihr da nicht irgendwie drauf geht, optisch gesehen. So, jetzt gucken wir mal. Nanu? Warum er nicht? Er schon? Er auch schon? Hä? Warum gibt sie kein Out? Das ist ja eigenartig. Und dann hat gar keiner mehr was. Ich habe Fragen. TechCrafter, vielen lieben Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. Ich habe viele Fragen. Aber die Fragen gehen nicht so weit, dass ich mir nicht das Fuel schnappen würde. Oder halt auch nicht. Interessant, okay. Er bietet es mir an, macht es aber nicht. Ist egal. Okay, wir gehen jetzt ins Dunkle rüber. Reaktor ist mittlerweile hochgefahren, liefert uns 10% Leistung. Strom sind wir safe. Surface, Retro. So, wir werden... Im Prinzip können wir auf dem Ding hier landen. Ah, ich weiß noch nicht, ob Konstruktionsfehler. Nee, er auch nicht. Ich habe so das Gefühl, er will jetzt hier keinen. Er will einfach kein Fuel mehr transferieren aus dem Ding. Vielleicht irgendwie die Wessel kaputt oder so. Wer weiß das schon so genau. Ein guter Zeitpunkt aber, um meine ganzen HUDs mal sauber einzustellen. Surface. Impact. Biome. Impact Marker können wir gleich noch machen. Ist das Vessel? Ja. Suicide Burn Distance. Check. Suicide Burn. Delta V. Und Surface Impact Marker Install. So, dann können wir den rausnehmen. Bossi, vielen lieben Dank auch für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So.
Was ist das denn für ein Apparillo? Das ist eine Tank. Also, das hier ist eine Transfer Stage, die werden wir gleich noch abwerfen. Das hier ist ein Mining Rig und das hier ist der Sky Crane. Naja, ist nicht direkt ein Sky Crane, aber der Lander, der es im Prinzip absetzen soll. So. Jetzt schauen wir mal, würde ich sagen. Wir haben noch ein bisschen Platz. Wie kommen wir in die Landezone rein? Sehr gut, sauber im Abbaugebiet. Ich würde sagen, ich nehme jetzt gleich schon mal ein bisschen Speed raus. Wie viele Minuten noch bis zum Aufschlag? 2. Sieht jemand schon den Landemarker? Ist das in dem Flat drin? Ja, ne? Lesser Flats. Sehr gut, wir gehen sauber in die Flats rein. Das gefällt mir prinzipiell. Nur gerne ein bisschen abbremsen jetzt schon. Sehr gut, und dann sollten wir jetzt in der Theorie uns von dem Ding verabschieden können. Hoffen wir das Beste, würde ich sagen, oder? Wir haben Control. Wir haben Funk. Wir haben Strom. Feuer frei. Leer Staging, mal umgebaut. Okay. Triebwerke antworten. Thrust-Weight-Ratio sieht auch gut aus. Wir kriegen. Unser Gear, jawohl, sieht alles sehr, sehr in Ordnung aus. Okay, ich sehe unseren Landing-Marker. Auch das völlig in Ordnung. So, bereitet euch mal darauf vor, dass das gleich sehr laut wird im Landeanflug. Es wird sehr, sehr laut werden. Nur, dass nachher keiner schreit, ich hätte das nicht vorher gesagt. Ich bringe uns noch mal ein bisschen weiter auf die Flats raus. Elorin, gestern die erste bemannte IF-Landung inklusive Rückflug hinbekommen. Das ist schon ziemlich challenging. Also, IF ist echt kein Spaß. IF ist wirklich kein Spaß. Mal gucken wir nochmal, dass wir hier hoffentlich. Witzig, wie das ganze Umpumpen einfach nicht mehr funktioniert. Ich hoffe, das ist kein Bug, der sich fortsetzt. Bei unserem kleinen Mining Rig. Das wäre nämlich so seine zentrale Aufgabe. So, Ohrpfropfen raussuchen oder schon mal beginnen, den Bass oder alles auszuschalten, was euch gleich die Trommelfelle rausreißt. Noch 9000 Meter, dann gehen wir in Suicide. Als du laut sagtest, hatte ich nicht damit gerechnet. Jetzt habt ihr mal kurz eine Kostprobe, dann wisst ihr, was jetzt gleich kommt. Ich sage ja, es wird laut. So, schon mal das hier vorbereiten. Ist gelandet. Wir noch nicht. Okay. Was mit Specht?
Los geht's. Unter niedriger Last zu Ende fliegen. Zwei Meter. Sauber daneben ab. Wer weiß, wofür man den mal braucht. Da ist noch Treibstoff drin. Es gibt keinen Grund, das Ding kaputt zu machen. Bisschen weiter weg haben, falls irgendwas beim Laden mal ist. So. Sehr schön, dann können wir doch jetzt mal gucken, ob wir das Mining Rig in Betrieb bekommen. Also als allererstes verankern wir das mal, damit hier nichts mehr schief gehen kann, was das angeht. Dann Antennen sind draußen, Reaktor fahren wir jetzt erstmal auf 50% Leistung hoch und gucken mal, wo wir damit enden. Okay. Ordrill läuft. Wir sind auch noch Sprit sage ich schon, strompositiv. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir kriegen Ohr rein und unser Strom ist noch stabil. Dann hätte ich gesagt,
kann es nicht umstellen, ne? Also ich müsste hierher kommen, wenn ich was anderes als LFO machen will. Gut zu wissen. Okay, Electric Charge ist noch stabil. Jetzt müssen wir mal gucken, wo hier der Magic Button ist. Also wie weit ich den Reaktor runterfahren kann, bevor ich stromtechnisch ein Problem... Da passiert langsam was. Weil je weiter ich ihn runtergefahren bekomme, umso länger hält er nachher. Ich meine, wir sind jetzt schon bei Almost Forever. Okay, hier ist irgendwo Schluss. Hier laden wir ganz leicht auf mit 18. Dann geben wir ihm 20. Da ist ein bisschen gesunder Puffer drin. Und das sollte uns dann auch von der Kühlleistung her... Das wird jetzt noch spannend, wo die sich hinbewegen. 11,63 im Moment. So... Ja genau, es gibt noch andere Konverter, das ist klar. DJ RJC, wie kann ich mit Twitch Prime Sub? Eigentlich, du drückst oben auf Sub und wenn du einen Freund mit Twitch Prime Sub hast, dann steht da ein Knöpfchen, auf den du draufdrücken kannst mit Twitch Prime Sub. So ungefähr. Technisch nicht korrekt beschrieben, aber so ungefähr ist der Ablauf. So. Sehr gut, wir kriegen... auch mehr Ohr rein, als wir umwandeln können direkt. Bekommen aber auch Liquid Fuel und Oxidizer zumindest rein. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das so im Mittel nachher ausgeht. Aber erfahrungsgemäß dadurch, dass das Ding jetzt durchlaufen kann, das war jetzt natürlich ein bisschen unnötig. Ich hätte gedacht, man kann die umschalten. Aber da muss ich wahrscheinlich irgendwie mit dem Ingenieur oder sowas herkommen. Was du mal machen kannst, ist einfach die Twitch-Seite neu laden. Es ist auch manchmal so, dass Emotes, wenn man frisch abonniert hat, manchmal nicht sofort freigeschaltet sind. Manchmal braucht man das. Ist jetzt auch nicht so wild. Wir können hier später noch für Monoprop so ein kleines Seitenteil oder sowas anbauen, wenn wir mal hier sind zufällig. Wir werden eh demnächst ein paar Ingenieure trainieren müssen. Da können wir mal gucken, ob wir da nicht irgendwie... noch was mitnehmen, um hier noch so einen kleinen Monoprop-Produzenten ranzuklatschen. Viel mehr braucht es ja gar nicht. Ne? Das hat aber sehr problemlos geklappt, würde ich sagen. Alles in allem. Das heißt, wir können jetzt den Rest des Abends noch nutzen, um uns ein Raumschiff zu überlegen, mit dem wir hier das Zeug abholen und dann zur Station im Kerbin Orbit bringen, vernünftig. Ja. Zurück zum Zeichentisch. Die Leistung des Rigs, bis die Tanks voll sind? Keine Ahnung. Eine Weile. Ist mir persönlich total egal, weil ich muss hier eh wieder hinfliegen. Das dauert Tage, hierher zu fliegen. Von daher... Ach so, auf der App. Ich weiß gar nicht, ob es auf der App geht. Kann man auf der App überhaupt Primes haben? Das weiß ich nicht. So, Space Center. Die aufblasbaren Tanks, ja, die gehen. Also das weiß ich aber auch schon von früher, dass die einfach so, die werden halt einfach immer größer. Der lagert da irgendwann dann Fuel ein und die werden dann immer größer, bis sie halt voll sind. So. Was machen wir als Transportgerät? Es sollte in leer nicht zu viel wiegen. Du musst nicht hin, um sie umzufüllen. Ach so, nee. Nee, die sollten eigentlich ganz normal sich füllen. Also wenn nicht, haben wir... Problem mit dem Mining Rig. Nein, ich wollte das nicht starten. Oh, ich wollte es löschen. Oh, das müssen wir jetzt ganz schnell recovern. Das ist sonst teuer. Noch ein Mining Rig brauchen wir nicht.
Nicht noch eins. Habe ich vor, Tutorial-Videos nach dem Release von Caspi 2 zu machen? Natürlich habe ich vor, Tutorial-Videos nach dem Release von Caspi 2 zu machen. Im Idealfall hoffe ich, Tutorial-Videos machen zu können, bevor Caspi 2 released wird, um es mal so zu formulieren. Aber das ist ein frommer Wunsch meinerseits. Da muss ich vielleicht Squad noch, nicht Squad, Private Division dann noch von überzeugen, dass die das auch so sehen. Aber das, also Tutorials mache ich auf jeden Fall und wenn es gut läuft, sind hoffentlich die ersten Tutorials schon fertig. Wenn ihr KSP2 in die Finger kriegt. Aber mal sehen. Mal sehen. Das wird auch ein bisschen umfangreicher, habe ich gehört. Ein bisschen umfangreicher. Aber es ist ja noch Zeit. Aber es wird ein spannendes Jahr. Also ich hoffe, dass es dieses Jahr noch passiert. Da bin ich aber ganz zuversichtlich. Aber ich denke, es wird eher Herbst, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, es wird eher Herbst. Scotira, vielen lieben Dank fürs Follow. Iladon, vielen lieben Dank fürs Follow. Und Bossi, glaube ich auch. Ich glaube, ich habe gerade sehr lange nicht drauf geachtet. Vielen lieben Dank an euch alle und ganz herzlich willkommen bei den Körbonauten. So, ich wollte eine neue Rakete bauen, nicht an dem Ding rumstöpseln. Also, was wir jetzt brauchen, ist was auf Minmus landen kann. Ungefähr 1000 Einheiten Sprit aufnehmen kann. Kann natürlich auch mehr sein. Das Ding kann ja einfach eine Weile gelandet bleiben und sich betanken. Und dann halt zum Kerbin-Orbit zurückfliegt, um dort mit der Raumstation anzudocken, um den Sprit abzuliefern. So, und der eigentliche Knopf, den ich drücken wollte, war nämlich hier neu. So. Das können wir jetzt nicht unbekörbelt spielen, weil wir unten, so dumm es klingt, einen Tankschlauch reinstecken müssen. Also muss auf jeden Fall jemand das Ding fliegen. Das ist die Frage, was wir daraus machen, ne? Was machen wir daraus? Es sollte nicht zu dröge sein, damit derjenige, der da drin sitzt, nicht irgendwie einen völligen Koller kriegt. Zwei Sitze, 1,57 Tonnen, zwei Sitze mit 2 Tonnen, zwei Sitze mit 2,05 Tonnen. Also der 1,57. Sieht für zwei Sitze ein bisschen am sinnvollsten aus, ne? Wozu haben wir ein Personal, wenn nicht zum Arbeiten? Genau das. So, und dann könnten wir nämlich sagen, das ist ein Pilot und ein Ingenieur gemeinsam, die hier quasi die Arbeit verrichten. So. Also können wir mit Zweien arbeiten. Der hat auch RCS-Düsen überall dran. Das sieht auch sehr vielversprechend aus. Der hat auch 15 Monocrop. Das ist nicht ganz schlecht. Oh. 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 Damit hatte ich nicht gerechnet. Hoppla. So ein kleiner nur. Dann ist das nicht der richtige Pott für uns. Tut mir leid. Das ist mit Lande-Engines. Das brauchen wir nicht. Dann nehmen wir den Orbital Command Pod, hätte ich gesagt. Ich brauche halt was mit dem, mit der richtigen Größe Docking-System, sonst ist halt ein bisschen peinlich, ne? So, ich muss ja andocken können. Moin, Donner! So. Also, was wir auf jeden Fall brauchen, ist was mit relativ kleinen Düsen, weil wir nur auf Minmus landen wollen. Dafür darf es aber gerne effizient sein. So.
Also was mit hoher ISP, aber wenig Verbrauch. Soweit so schlecht. Es sollte Liquid Fuel und Oxygen verbrennen, also Oxidizer, weil wir beides gleichwertig herstellen. Und es sollte ein bisschen Platz haben für Ingenieurswissenschaften-Kram. Ha. Da fällt uns sicherlich gleich was ein. So Leute, ich mache jetzt mal eine kurze Werbepause rein, da sind die Pre-Roll-Ads raus, weil ich müsste mal ganz kurz für kleine Comments um die Ecke. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dahin könnt ihr auch mal drüber nachdenken, was man da für einen Motor nehmen könnte. Und dann bauen wir gleich weiter. Bis gleich. Und eine Windows-Sicherheitsbemerkung. So, hochoffiziell ist es dann jetzt vorbei. Und ich spiele KSP nicht im Dunkeln. Ich spiele KSP tatsächlich sogar im sehr hellen, wie man sehen kann, damit das für euch sauber ausgeleuchtet ist. Natürlich habe ich mir die Hände gewaschen. Neo, ich bitte dich. Deshalb machen wir ja 3 Minuten, nicht eine. So, Antriebe. Das wäre so der erste Schritt, dass wir uns mal angucken. Was für Antriebe nehmen wir? Es sollte was Leichtes, Effizientes sein mit Liquid Fuel und Oxidizer. So, das wären so die Rahmenbedingungen. Das heißt, ich würde jetzt mal nach Masse. Okay, brauchen wir gerade nicht. Nach Masse sortieren. Und auf was wir jetzt achten ist die Vakuumeffizienz. Die wollen wir möglichst hoch haben. Also im Moment. Das Arndt ist mit 315 relativ weit vorne. Vielleicht ist es nicht schlimm, wenn wir nicht ein ganz, ganz kleines Triebwerk mit sich nehmen, weil die uns einfach akustisch umbringen. Gyro Hall Thrusters. Ah. Wenn
Wäre natürlich super sexy, ne? Aber mit Xenon landen wir halt nirgendwo. Mit Xenon landen wir halt nirgendwo. Ein Kilonewton ist halt einfach nichts. ...370 Cryogenic Rocket Engine. Falsches Fuel. Das ist nur ein LFO-Rig erstmal. Das ist ein reines LFO-Rig. Der Rutherford. Electric Turbo Pumped. Rutherfords und... Ah, das sind die... Das sind die, na? Wie heißt denn die blöde Firma? Die aus Neuseeland. Rocket Labs Engines. Dankeschön. Rocket Labs war richtig, oder? Rocket Labs? Ist Rocket Labs richtig? Genau, es muss ein LFO-Triebwerk sein. ...327 ist schon mal gar nicht schlecht. ...327, in der Hoffnung, dass das Ding auch nicht so laut ist. Gute Vectoring-Range auch. Ja, oder wir nehmen halt ganz stumpfen Terrier tatsächlich. Das wäre natürlich, es wäre geräuschmäßig safe. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Das Terrier ist ein sehr angenehmes Triebwerk von der Lautstärke her. Es ist mit 345 Vakuum Effizienz relativ weit vorne mit dabei. Es hat eine gute Vectoring Range. Es hat mehr als genug Leistung, dass wir auch große Fuelmengen von Minmus abtransportieren können. Ganz ehrlich, da spricht eigentlich alles für. Da spricht alles für. Und zum groben Landedesign hatte ich überlegt, was wäre denn, was haltet ihr denn hiervon, wenn wir sagen, wir arbeiten, also da kommt noch was dazwischen, okay? Ich zeige euch jetzt nur mal kurz, was ich gerade fantasiere. Wenn wir den Terrier nehmen, könnten wir nämlich so arbeiten, dass wir mit dem Ding hier, glaube ich, klarkommen. Dann hätten wir ein richtig cooles, voll integriertes Landegestell. Ah, nicht ganz. Ah, nicht ganz. No! Ich müsste ihn ein bisschen reinschieben. Tatsächlich. Ist ein bisschen... Ah, der Pudel ist zu groß. Der Pudel ist zu groß und schwer. Wir wollen nur auf Minmus operieren. Der Pudel ist noch mal ein bisschen effizienter. Aber... in unserem Falle, glaube ich, zu viel des Guten. Tatsächlich, weil wir haben hier 60 Kilonewton Thrust. Und der Pudel hat dann schon... Wo ist er? Da. Der Pudel hat dann schon 250. Das ist too much. Er hat zwar den Vorteil, dass er minimal effizienter ist, aber durch sein Eigengewicht macht er das halt kaputt. Kannst du die Beine nicht etwas steiler machen? Nee, die Beine kann ich leider nicht etwas steiler machen. Was hier dran halt nett ist, es hat ein sehr großes Inventory und... 4000 Strom. Nimm doch die Mikrotriebwerke von den Drohnen. Die Mikrotriebwerke von den Drohnen. Der Rutherford sieht halt noch länger aus, ne? Der Cheetah. Ja, aber der Cheetah ist auch wieder so lang. Auch 125 Kilonewton, 355, aber die eine Tonne Masse ist es halt, ne? Es ist halt eine halbe Tonne mehr Masse und der ist halt noch länger. Das bringt mich in noch mehr Probleme. Was wäre denn, wenn wir den hier so ein bisschen... So. Ich würde die ganz kleinen Triebwerke tatsächlich, glaube ich, gern vermeiden. Einfach aus Akustikgründen. Wir werden das öfter mal machen.
Ich will euch nicht jedes Mal umbringen. So, so ist doch auch ein schöner Übergang. Guck mal, hier ist eh so diese... Lass uns doch diesen gelben Rand benutzen. Guck mal. Du bist wie Wörter. Maybe. Ah shit, wir sitzen immer noch mit dem Engine auf, ne? Wir sitzen immer noch mit dem Engine auf. Attila Truster, was macht der? LH2, nee. Skycrane. Witzig, aber nein. Reinbringen. So. Ich spiele RTS Games. Was zählst du denn so zu RTS-Games alles mit dazu? Also ich habe früher auch mal Command & Conquer gespielt, als ich noch sehr jung war, ja. Sehr viel jünger als heute. Oder Dune 2000, auch ein super Spiel. Also wenn, dann muss so. Anders funktioniert das nicht. Wobei die Lautstärke des Triebwerks nicht das Hauptargument sein sollte. Ja, aber sie ist schon ein valides Argument, finde ich. Ne. Ja, Dune 2000 war tatsächlich sehr, sehr cool. So, ist da jetzt, wie viel Platz ist da jetzt? Das finde ich sehr schwer zu beurteilen gerade. Aber so eine Handbreit ist, ne? Damit könnte man eigentlich ganz gut landen. So. Das wäre natürlich sehr stumpf, ne? Achso, aber das muss vorher aufgeblasen werden, ne? Okay, dann ist das gar nicht so gut, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Warum hält man im Weltraum die Triebwerke? Esquilax, spielerische Freiheit. Und weil sich der Sound über die Außenhaut des Gefährts überträgt. So könnte man das interpretieren. Dass man natürlich, wenn du jetzt auf das Vakuum hinaus willst, da hast du natürlich recht. Aber wie fucking langweilig wäre das Spiel dann? Wenn man da immer so... Keine Geräusche bitte. Wir sind hier im Weltall. Psst. Von daher... Wissenschaftlich gesehen hast du komplett recht. Spieltechnisch wäre es richtig fade. Keiner von uns war schon beim All. Doch, ich bin jeden Sonntag im Weltall. Jeden Sonntag. Wird auf einen Tank hinauslaufen, oder? Ich bin jeden Sonntag real im Weltall. Ich habe sogar ein NASA-T-Shirt dabei an. Bitte nicht. Nein, natürlich war ich noch nicht im Weltall. Leider.
Kommt noch. Muss noch ein bisschen preiswerter werden. Dann kommt das irgendwann mal so. Wir müssen jetzt aber mal hier irgendwie... Fuel Tanks. Ich meine, die ultimativ dämliche Antwort darauf wäre jetzt natürlich zu sagen, wir hatten doch hier unten noch so. Please be awesome. Please be awesome. Ah, du bist zu klein. Ja, Leute, das ist ein Tankraumschiff. Das ist ein Tankraumschiff. Kalimi, endlich geschafft. Eigener Köbel. Yay. Ja, kommt dann hoffentlich zur nächsten Folge. Next Cargo, Xenongas, Anodas, Oxidizer, Liquid Fuel. Check. So, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass das in der Mitte nicht hohl ist. Wie machen wir die farblich? Habt ihr einen Wunsch? Aber wir könnten die auch immer so im Wechsel machen. Oh Gott, ich krieg, glaube ich, Augenflimmern davon. Nur Silber ist halt auch ein bisschen anstrengend, ne? Einmal KSP auf der ISS zocken kann oder was? Da müsst ihr aber viel spenden, Freunde. Das Problem ist nicht der Aufenthalt auf der ISS. Das Problem ist, habe ich gehört, der Flug dahin, der so teuer ist. Ach, da ist noch ein Born in der Mitte, oder? Ja, da ist noch einer in der Mitte dran. Sehr cool. Fertig. So. Also, ist noch nicht ganz fertig natürlich, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man selbst anreist, wird es billiger. Ja, falls du irgendwo eine Rakete rumstehen hast, wird es dann billiger. So, Vakuum... Minmus. Und das ist alles, was ich wissen muss. 1,71 immer noch Thrust-Weight-Ratio, wenn es auf Minmus landet. Mit vollen Tanks. Und hat eine... hat 6158 Delta V. Und hätte, wenn ich jetzt sage, ich transportiere über diese Tanks nur Stuff, habe ich hier immer noch 795. Wenn ich noch einen aufmache, habe ich schon 8837. Muss ich noch einen mehr machen, damit sich das lohnt? 1401 bei einer Trust Ratio von 1,38. 1401. Ich brauche um... Verdammt, wo habe ich meine... Entschuldigt mich kurz, ich habe meine Dokumente weggelegt. Konsultiere die schlaue Delta V-Map. Die schlaue Delta V-Map sagt, ich brauche 200 Delta V, um in den Orbit von Minmus zu kommen. Ich brauche 160 Delta V, um den Orbit von Minmus zu verlassen. Und ich brauche 930 Delta V, um an einen 80 Kilometer Orbit zurückzugehen. Rechne ich all dies zusammen, inklusive Inklinationsangleich und Runde höflich. Dann bin ich bei 1200, 1400, 1600. Ah, close. Close. Das wäre so eigentlich ganz cool. So würden wir halt... Aber dann lasst uns doch lieber so fliegen. Dann haben wir ein bisschen mehr Puffer.
und können in einem Schub quasi knappe 3000 Oxidizer, so ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil ich muss ja noch zurückfliegen, aber und Tuinon hat sich auch noch als Kurbel eingetragen. Yay. Sehr schön. Retrakt. Zack. Ich glaube, das kann man so machen. Also ich meine, das ist jetzt nicht super spektakulär. Ich verstehe das auch. Aber ganz ehrlich, es hat halt alles, was es braucht. Jetzt brauchen wir nur noch. Jetzt müssen wir optisch noch ein bisschen arbeiten hier. So viel Auswahl habe ich nicht, ne? Wenn ich das richtig sehe. So, da sind die Fensters. Könnte man sagen, das und das sind unsere Solarpaneele. Kann man die scalen? Doppelt so groß ist ein bisschen übertrieben, ne? Ja, doppelt so groß ist ein bisschen übertrieben. Ich mag das. Habitation und Life Support. Ah, stimmt. Wir müssen bis nach Mimus fliegen, ne? Habitation und Life Support ist tatsächlich ein ärgerliches, aber valides Argument. Ärgerlich, aber doch valide. Kapazität muss ja lange auf Mimus bleiben. Ja. I see your point. I see your point. Ich überlege gerade, wie wir das so sparsam wie möglich abfackeln können. Wir sind immer noch safe, was das angeht. Wir würden uns die Solarpaneele sparen, weil das Iterant-Ding Strom erzeugt. Muss die Mission bekoppelt sein? Ja, wir müssen Schläuche verlegen. Das können wir leider unbekörbelt nicht. So, was sagt er dazu? Dazu sagt er jetzt mit Current Crew 172 Tage Habitation. Check. Okay. Kann das noch irgendwas? Also der generiert 0,45 ECS. Einfach so. Aber decays over time. 8 Jahre. Gut, das wäre jetzt nicht das Riesenproblem. Was? Winter und Chat. Das mit dem Drehen der Tanks wird nichts mehr. Was meinst du mit dem Drehen der Tanks? Meinst du so in sich gedreht? So? Oder was? So?
Oder habe ich es falsch verstanden? Versetzt zueinander? Also so, so. Und dann so. Das sieht ja fürchterlich aus. Echt jetzt? Sieht aus wie eine Packung Weintrauben, Leute. Okay, back to the original topic. Das Ding kürzer ist, weil die Kugeln damit. Ja, ihr habt dran gedacht, dass da in der Mitte auch noch eine Kugel ist, ne? So, das Ding kann Habitat braucht 0,26 pro Sekunde Strom. Also damit hätten wir einen kleinen Tanker, der braucht jetzt aber auch noch Essen. Essen, Essen, Essen. Und er braucht Life Support Recycler. Da wären jetzt natürlich die kleinen Life Support Recycler tatsächlich mal eine echte Option. Ein Fenster zumachen sollte man nicht versuchen, indem man das andere auch noch aufmacht. Wir hätten hier nämlich die kleinen Recycler, die würden eine Crew effekten, 0,1 Tonnen nur wiegen im Vergleich zu dem 3,75 Tonnen Ding. Ich guck mal kurz, ob unser Modul zufällig recyceln kann. Wahrscheinlich kann es das einfach nicht. Oh doch. 25% bei 3 Körbels. Ja, aber 60% bei 2 Körbels ist eigentlich besser, ne? 60% lässt uns mit sehr viel, weniger auskommen, als wenn wir nur 25% recyceln, gerade bei längeren Flügen. Weil dann könnten wir sagen, wir machen, was war so komisch jetzt? Wirkt nicht mehr mittig. Muss leider gestehen, dass die Tanks noch nicht besser aussehen. Nee, ich finde auch nicht, dass die besser aussehen. Die sehen. Jetzt sieht es aus wie eine Weintraube. So. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich noch zu sagen. Wir nehmen das Setup hier jetzt. Lasst uns mal gucken. Sieht ja leider auch komisch aus. Den Übergang finde ich halt irgendwie schwierig, ne? Teile habe ich schon mal noch nicht. Kugelringe dazwischen. Glaube nicht, dass das aussieht. Ich glaube, das sieht ganz fürchterlich aus, finde ich. Also dann ist er endlich vorbei. Mich stört der Übergang hier gerade. Der macht mich so ein bisschen kaputt. Gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
Weil man könnte dann mit zwei Kugeln einfach nur arbeiten. Also wenn wir das jetzt mal zu Ende denken würden. Sieht nicht nach Landen aus. Sieht halt nicht aus wie was, was landet. Warum hast du nicht den Servicetank aus deinem Container-Tab, vierte Reihe von unten rechts, genommen? Weil man da keinen Sprit einführen kann. Ja, alles so Stuff um Kiss-Stuff rein zu packen. Genau, ob die Optik fliegt mit, muss man sozusagen. Die Optik fliegt auf jeden Fall mit. Also ich sag mal, bis hier bin ich relativ zufrieden. Es ist halt noch kein Tanker, aber den Part können wir echt drüber sprechen. Ah, gibt es einen Recycler? Gibt es eigentlich einen Universal Storage Recycler? Gibt's. %. Dafür könnten wir dann in ein Dings reingehen. Das wäre auch ganz cool. Ja, seitliche Tanks wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das relativ schmal halten. Zack, zack, zack. So, passt mal auf. Universal Storage. So, da haben wir dann zumindest schon mal eine Lösung dafür, wie wir diesen ganzen Fresskram und so weiter machen, glaube ich. So, wir machen jetzt nämlich einfach zwei Recycling-Module da rein. Zack. Und den Rest machen wir mit Fresspackung voll. Dann hoffe ich mal. Mal gucken. Also eventuell müssen wir das stretchen auf eine zweite Höheneinheit. Aber dann hoffe ich mal, dass wir auf eine relativ elegante Art und Weise die ganze Life-Support-Dynamik geklärt haben. So, was kann man in die Mitte reinbauen? Fuel Tank, Monoprop, Xenon. Könnten Monoprop reinpacken, ne? Zum Docken, wenn wir schon mal dabei sind. So, jetzt haben wir Supplies für 71 Tage mit zwei Leuten. Reichen uns 71 Tage? Eigentlich ja, ne? Plus 15 Tage Puffer. Da dazwischen. Wenn er da reinpassen würde, wäre natürlich toll. Passt er natürlich nicht. Nur wenn der Sprit auf Minus schon fertig ist, das ist ein Argument. Okay, machen wir Hate Double. Und doublen die ganzen Dinger. Dann sollten wir ziemlich safe sein. Hat auch den netten Nebeneffekt nochmal. Life Support Supply weg. Dankeschön. Dass wir hier nochmal welche ranpacken können. Guck mal, wir kommen in eine ziemlich ähnliche Kategorie wie. Das ist natürlich nett, wenn die Sachen einfach symmetrisch sehr zueinander passen. Habitation und Supply sind dann auf einem ähnlichen Level. Dann sind die zumindest gleichzeitig alle. Wenn Kacke, dann Kacke mit Schwung, wenn es dann passiert. So, dann hätten wir das schon mal auf zwei HEs
verpackt. Universal. Schwierige Geburt, aber meine Erfahrung aus dem letzten Run ist, also please bear with me, meine Erfahrung aus dem letzten Run ist, wir werden mit diesem Gefährt sehr, sehr verdammt oft unterwegs sein. Und es macht total Sinn, das gut zu designen. Wie oft wir mit diesem Ding geflogen sind. In der letzten Serie. Deshalb lasst uns hier lieber ein paar Minuten länger investieren, um das gut durchzubrainen. Und ich will, dass es verdammt nochmal gut aussieht. Ich akzeptiere nicht, dass es scheiße aussieht. So. Zicke, zicke, zick. So, also wir haben jetzt Recycler, an die wir rankommen. Wir haben in der Mitte Monoprop drin. So, über Secondary Bay können wir die Recycler auch anfassen. La 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 la. Und warum dann den Terrier? In Bezug auf was? Der Terrier ist eigentlich... Also was ist die Frage dahinter? Also was ist das Problem am Terrier, was du hast? So meine ich das. Terrier ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Triebwerk. Wir können das nachher nochmal testen, wenn wir das Gesamtgewicht zusammen haben. Meistens lohnen sich die anderen Triebwerke aber eben aufgrund ihres Eigengewichts leider nicht. Leider, leider nicht. So. Die Mitte mit dem Punkt von dem unteren. Es gibt keinen unteren. Es ist, die Mitte ist alles insgesamt. Die Mitte ist ein Chor. Das ist 144, es war vorher 70. Als optischen Fehlgriff. Ich finde nicht, dass der ein optischer Fehlgriff ist. Ehrlich gesagt. Ich finde den eigentlich ganz nett als Antrieb. Er ist halt nur ein bisschen zu lang in dem Falle für unseren Unterbau hier. Was haben wir denn noch? Haben wir... das Landegestell noch zur Verfügung? Das ist natürlich ziemlich stumpf mit den Dingern machen, aber die waren irgendwie buggy beim Ausfahren. Also ich denke, wir werden jetzt irgendwie in der Mitte... einen Tank brauchen. Um die Nummer mit dem Tank kommen wir, glaube ich, nicht rum. Meine Güte, jetzt raste die mal ein. Service Tank. Kugelring als Übergang. Ein bisschen ineinander schieben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das hiermit offiziell zur Kenntnis genommen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, das ist einfach ein gemixter Tank. Das bringt uns nicht vorwärts. Also, die eine Variante für den Kern wäre jetzt aus meiner Sicht zu sagen,
Wir gehen tatsächlich. Was? Is it a fuel tank? Is it a crew cabin? It's both, just not at the same time. Was? Das wäre auch witzig, wenn man das hin und her schalten könnte. Dass du sagst, wenn es leer ist, wohnen die da drin? Und wenn du zurückfliegst, muss er gefüllt sein. Aber das ist mir, das ist zu albern. So, die eine Überlegung wäre jetzt zu sagen, wir nehmen hier einfach einen Tank rein. Tatsächlich. Es wird mir fast ein bisschen zu hoch, ne? Herr Hinkelstein, Damon, benutzt du die englische Version von KSP? Also ich kann nur was zur englischen Version sagen. Mit der hat das ganz gut funktioniert. Ja, es ist mir auch zu lang, ehrlich gesagt, das Setup. Das ist mir zu lang. Ich glaube, ich könnte maximal... den hier akzeptieren. Jetzt ist aber wieder das Problem, dass ich den leider hässlich finde, wegen den Streifen. Oh, das Grau geht halt auch nicht. Der wäre noch eine Option. Jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in dieses Retro-Design rein. Natürlich mal über den Cheetah reden, weil der jetzt genau dieses Zwischending hätte. Ich mach mal den Live-Support zu. Nackter Cheetah geht aber auch nicht gut, ne? An dem Ding. Mich nur so halb glücklich. Was ist der Plan gerade? Der Plan ist, ein Tankschiff zu bauen, was zwischen Minmus, auf Minmus einer Fuel-Abbaustation und dem Kerbin Orbit hin und her fliegt, um Sprit zu transportieren. Leider habe ich mir in den Kopf gesetzt, dass es auch noch vernünftig aussehen muss. Keine Moonbase Alpha Horizontalschiffe. Das habe ich im Kerbal Chaos Duo gemacht. Das fliegt sich super beschissen. Das ist ein Tanker, kein Luxusdampfer. Ja, aber. Ja, aber. Hier würde jetzt natürlich auch wieder perfekt. Just saying. Perfekt. Pass auf. Wie gut er da drauf passt. Also gut, es geht. Es geht. Ich will es nicht übertreiben. Das ist tatsächlich nicht so gut, aber... größentechnisch passt hier perfekt der Terrier ran, ne? Just saying. Was wäre denn, wenn unsere Landebeine die Tanks sind? Command Pod kenne ich nicht. Restock, ich glaube nicht Restock. Also Restock ist auch installiert, aber der Command Pod ist irgendein anderes Mod. Frag mich bitte nicht. B9 Aerospace, maybe. Es ist. Suche einfach mal nach dem Reha
Orbital Command Pod bzw. dem Curlington Model Rockets and Paper Products Incorporated. Ich würde auf B9 Aerospace tippen. Ich würde auf B9 Aerospace tippen. So, passt mal auf. Passt mal auf. Das ist natürlich wieder so. Ah, dieses Angeschrägte, ne? Das ist jetzt wieder das Problem. Zack. Zack. Wir brauchen einen flachen Tank. Den da. So. Ich habe hier ein bisschen viel Müll angehäuft, habe ich so das ungute Gefühl. So, flacher Tank. Check. Gute Nacht. Wie eitel. Ah, viel Spaß. Das war ironisch gemeint. So ein Triebwerk müssen wir gleich noch testen, was da am effizientesten ist. So. Und jetzt. Jetzt haben wir eine gerade Grundlage. Also hier kommt dann noch ein Triebwerk rein. So. Jetzt kommt hier. Enable CrossFit an, Disable Staging. Ruhig für alle. Cool, danke. So. Jetzt ist nur noch die Frage. Aerodynamic Nose Cone könnten wir runterskalieren. Die ist nämlich eigentlich auch ganz cool. 2,5 Meter ist too much, oder? Was wäre mit 1,8? Wir haben 1,8er Tanks. Kann man die weiß anmalen? Kann man weiß anmalen? Kann man den großen auch weiß anmalen? Das wäre richtig gut. Sagt mal, wie ihr es findet. Also diese Größe oder ich überlege fast von der Treibstoffmenge, die wir so transportieren wollen. Reicht uns wahrscheinlich auch das. Oben auch nochmal. Also pro 770. 70 Oxidizer. Sind wir bei 1,4, 1,5, 3000 insgesamt. Die andere Größe ist halt eigentlich too much, ne?
Bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. So, ich glaube, dass tatsächlich die kurzen Dinger besser kommen. Dude, seriously. Was zur Hölle muss ich tun? Will er irgendwie nicht. Okay, ich hätte die gerne irgendwie um ihn herum gedreht, aber das möchte er nicht. Okay, schade, dann ohne die Leitung. Also. Erstmal Öff. Ich glaube, wir müssen das drehen, damit es funktioniert. Optisch. Also, und damit es auch längenmäßig funktioniert. Aber optisch wird es, glaube ich, auch nochmal die Sache verändern. Wo ist mein Stöpsel? So, hier will der Tank. Hooray, hooray. So, wir sind bei Minimus Vakuum, bla bla, viel zu viel. So, und jetzt machen wir mal die Probe aufs Exempel. Wenn wir jetzt hier sagen, wir gehen statt dem, also 4545 mit dem Cheater ran. Einen kleinen Ticken mehr, aber auch viel mehr Durchsatz nach unten. Und ich glaube, mit dem bricht es dann wahrscheinlich schon. Naja. So, das Problem wäre nämlich, würden wir den Cheater nehmen, hätten wir halt direkt mehr Höhe zu kompensieren, während wir hier 30 Delta W weniger das Höhenproblem direkt los sind. Brauchen wir mit Aufschlagzünder? Da können wir was gegen tun, pass auf. Wir machen da einfach schön oben drauf eine Antenne. Sieht das nicht mehr schlimm aus? Tadadada. Ach, vier Antennen ist aber auch zu viel, ne? Ich hatte gedacht, das wirkt anders. Ne, das ist too much. Das ist too much. Bleibt noch die Frage, wie gestalten wir eine RBG? Was ist denn eine RBG? Damit wir auch auf jeden Fall sicher stehen. Ich brauche jetzt noch irgendwas nach unten, um den Abschluss zu schaffen. Dann haben wir nämlich was Gutes zum Landen. Ich bin mir noch nicht sicher, was es ist.
Die waren leider letztes Mal sehr schlecht. Ich finde die mich an sich eigentlich cool, von der Idee her, aber die haben nicht gut funktioniert. RPG. Ach so. Ja, okay, dann ergibt Sinn. Die sind eigentlich auch witzig, aber ich glaube, ein bisschen drüber. Wie wo? Warum muss ich jemanden töten? Das verstehe ich nicht. Späteren Version schon. Ich weiß es nicht. Wollen wir das wirklich riskieren? Oh, wo sind sie denn jetzt hin? Da. Eigentlich sind die nämlich ganz geil. Muss ich wirklich. Also so sind sie auf gar keinen Fall gut. Aber so andersrum quasi finde ich die ziemlich gut, muss ich sagen. Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Eben wegen diesem ganzen. Ja, wir können ja mal einen Testlauf machen, was das Ding so kann. An sich sind die Beine nämlich richtig geil, weil man halt dieses Pod-Assembly hat und man sie dann richtig schön im letzten Moment, wenn man dann landet, ausfährt. Das finde ich hat halt einfach was sehr Stilvolles. Dass es nicht scheiße aussieht. Irgendwie. Ne. Das sieht nicht ganz so scheiße aus. Wie viel wiegt das? Oh, 135 Kilo ist natürlich schon ordentlich für nicht scheiße aussehen. Natürlich auch einen schönen breiten Stand. Aber jetzt wäre es schon wieder besser. Ach Leute, ich weiß nicht, ob das heute noch was wird mit mir. Bin manchmal ein bisschen schwierig. Eher so, oder? Sonst wird mir das zu sehr länglich nach unten. So. Also so finde ich, hat was. Hat was. Was sehr eigenes, muss man der Fairness halber sagen, aber es hat was. So, wo gehen jetzt die Secondary Base auf? Das müssen wir auch noch gucken, dass wir da rankommen und nichts kaputt geht. Das ist auch okay. Yish.
So, wenn wir jetzt noch diese blöde Kabine mal so drehen, dass sie gefälligst die Leiter nach unten fortsetzt, dann könnten wir hier sogar noch eine richtige Leiter anbauen, ne? Holy shit, das könnte ein richtiges Raumfahrzeug werden. Ich möchte es noch nicht beschreien, aber jetzt noch irgendwo aus Versehen Licht anbauen, dann geht es hier aber richtig rund. Bis zum Boden. Guckt euch das an, die Leiter reicht auch bis zum Boden, ne? Hammergut. Testlauf kommt gleich. Ein Millimeter vor Clipping. Zack. Gotchen. Ja, check. Retract Secondary Base. Okay, Leute. Was mit Fuel und der gleichen Kohle machen? So ist das also. I don't get it. I totally don't get it. Landescheinwerfer in die stumpfen Ende des Tanks. Das hatten wir schon mal gemacht. Das hatten wir schon mal gemacht. Schöne Idee. Jetzt machen wir trotzdem erstmal den Testlauf. Gleich kommt noch der Abschluss. Ja, Jebediah und Bill können das tun. Das ist gut. Naja, da muss noch ein paar Sachen müssen da noch ran. Jetzt machen wir aber wirklich erstmal den Testlauf. Das Ding überhaupt noch genug Thrust Weight? Locker. Locker. Und auch genug Sprit. Launch it. Oder es war irgendwas anderes, was ihm nicht gefallen hat. Alles gut, es ist nur ein Testlauf auf dem Launchpad. Es geht nur darum, die. Er braucht schon sehr lange. In meiner Welt sieht es nicht gut aus. Ah, doch, da kommt er. Da kommt er. Okay. Die Gears funktionieren. Mach das gerade mal mit Absicht. Okay, die scheinen ein bisschen stabiler zu sein. Letztes Mal war das so. Haben die so ewig rumgewackelt. Das scheint besser zu sein diesmal. Ihr habt keine gute IVA-Ansicht, Jungs. Ausrufezeichen Seekan, lieber Z-Maker. Dann findest du das Mod-Setup. Das sieht schon mal ganz gut aus. Extend Ladder. Jetzt gucken wir mal, ob das noch funktioniert. Bill, du bist das Testopfer. Es tut mir leid. Aber hübsch schaust du aus, Bill. Hübsch, hübsch. Geht, 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 geht. Ah, hervorragend. Let it go. Sehr schön. Erweiterte Schubansicht einblenden. Das ist eine Erweiterung für den Nuffball hier daneben. Dann siehst du ein bisschen detaillierter, wann du dein Manöver machen sollst. Tu das. Okay. Soweit. So schlecht, hätte ich gesagt. Das sieht gar nicht schlimm aus. Was auch immer ihn hat crashen lassen, das war nicht das. Ich habe natürlich viel zu schnell neu gestartet, statt einfach mal das KSP-Log vorher wegzukopieren. Und der wiped das beim Neustart halt. So, wieder hochkrabbeln geht auch in einem Zug durch, selbst bei hoher Schwerkraft. Ah, oh, wonderful. Wonderful. Welch tolles Monster ich erschaffen habe. So, Life Support. Schauen wir doch mal. Also, wir starten unser Habitat.
Das gelingt soweit. Dann sind wir bei 172 Tagen, wie geplant. Wir deployen die Secondary Base. Ich teste jetzt mal die gängigen Sachen durch. Start Life Support. Start Life Support. Das sieht gut aus. Zoilein, vielen lieben Dank fürs Follow. Und Landon, ich sehe den Namen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Danke gesagt habe. Danke fürs Follow, ihr beide. Und ganz herzlich willkommen. So. Bringt es jetzt noch was, den Stuff hier einzuschalten? Ich glaube nämlich nicht. Nee, das ändert nichts mehr. Stop Life Support. Okay, wir sind bei 0,8... Miese. Wir werden also ein bisschen Solarpower brauchen. Auf jeden Fall. An der Kiste. Um zu kompensieren. Aber es ist nicht viel. Also 0,88 ist echt super. Das heißt, wir müssen uns noch ein paar Solarpaneele irgendwo ranklemmen. Irgendwas Nettes, Kleines. Dann müssen wir mal schauen, was zur Verfügung steht. Life Support funktioniert soweit so wie geplant. Okay. Das heißt, Recover Vessel. Zöllein, sehr schön. Das sagen viele, dass sie die YouTube-Videos schon länger gucken und dann mal zum Livestream vorbeikommen. Schön, dass es mal klappt und ganz herzlich willkommen. Und Sherrowfire. Was? Du hast dieses Jahr schon vorgemacht, als die Rakete noch nicht gab? Dann melde dich doch einfach mal, damit ich dir die goldene Rakete noch schicken kann. Was hältst du davon? Also klar, schreib mich gerne an. Und vielen lieben Dank für den Resub im 20. Monat. Also bisher bin ich, glaube ich, auch ganz zuversichtlich, was den Tanker angeht. Wir machen jetzt da mal die letzten Handgriffe noch fertig und dann ist für heute eh vorbei. Die Frage ist, kriegen wir die Lampen unten noch gut reingebaut? Das ist so ein bisschen jetzt noch die Frage. Und Kalimi, schönen guten Abend dir noch. Schlaf schön, gute Nacht und start gut in die neue Woche. So. Die Überlegung wäre jetzt natürlich hier. Wir können potenziell. Das wird ziemlich bitter werden, aber potenziell können wir es tun. Und ich muss unbedingt noch eine größere, das fällt mir auch gerade auf, eine größere Batterie einbauen. Wir müssen unbedingt noch Batterien einbauen. Denn ohne Battery ist das alles sehr traurig hier. Dann machen wir das rein. Das machen wir hier dazwischen. Zack. Ganz ohne Batterie. Weil hier so stört es nicht. Das macht die Kiste nur minimal länger. Aber wir haben dann statt 870 4870 Ström. Was man im ersten Start in Einstellungen bedenken sollte. Erweiterte Einstellungsmöglichkeiten. Erweiterte Schubgedöns. Fertig. Grafik auf Maximum. Grafik immer auf die Maximum. Sonst ist nichts hübsch. So, hier können wir noch einen Deckel raufpacken. Also natürlich Grafik immer nur aufs Maximum, Leute, wenn euer Rechner das hergibt. Ne? Beim Herrn Kühnung weiß ich, dass er das tut. Wenn ihr KSP auf einer älteren Mistgurke spielt, ist das auch völlig legitim und das kann man total gut machen. Aber dann solltet ihr vielleicht nicht alles auf Maximum zerren. Dann könnte es nämlich sein... Nee, das machen wir nicht. Der Deckel ist optisch hübsch, aber er macht's kaputt. Dann könnte es nämlich sein, dass euer KSP dann ganz fürchterlich leckt. So. Zack. So, jetzt schauen wir mal wegen den Lampen. Und Hager, vielen lieben Dank auch an dich fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kronauten. So. Lampe, Komma, rund. So.
Ja, Solar machen wir gleich. Lasst mich nur kurz. Die Lampe wird, glaube ich, das größere Gefummel, deshalb will ich das zuerst machen. Also. Erstmal machen wir das mal 4. Das wird sehr hell beim Landen. Das wird richtig hell, Leute. Aber es passt perfekt rein. Sehr schön, das wird so hell. Wenn wir landen, brennen wir ein Loch in Minmus mit dem Licht. Also, Licht, check. Gott, das wird so hell. Ihr wolltet immer, dass ich Landelichter benutze. Jetzt haben wir 4 Flutscheinwerfer, mit denen man wahrscheinlich, mit einem hätte man wahrscheinlich die Flak für die ganze Stadt beleuchten können. Du kannst mich am besten im Discord anschreiben. Wenn du den Discord nicht benutzt, Shadowfire, dann gerne mit einer Private Message bei Twitch. Aber bevorzugt wäre Discord auf jeden Fall. Nach Twitch kommt dann Twitter und dann wird es langsam schon schwierig. Dann kannst du mir einen YouTube-Kommentar schreiben. Aber ich weiß nicht, ob du da deine Adresse reinschreiben willst. Von daher gerne Discord. Ausrufezeichen Discord. So. Solar. Einen Schritt nach dem anderen. Solar. Solar, Solar. Tendenziell würde ich das Solar hier hinten irgendwo platzieren. Hier sind ja auch die Secondary Base, ne? Genau, hier muss ich eh ran. Können wir hier eigentlich auch das Solare machen? Dann kommt sich das mit der Leiter auch nicht in die Quere. Fertig. Kann sich drehen. Gelbe Warnleuchte fehlt. Gefahr, gut Transport. So, zack. So, jetzt müssen wir mal zu den. Ah, wo sind sie denn? Da, das Ding braucht beides auf jeden Fall auch, damit wir sicher sein können, dass das auf jeden Fall funktioniert. Das Gute ist, hier weiß ich, dass die Dinger crossfeeden können, weil ich habe es eingeschaltet. Habe ich es noch eingeschaltet? Ja, Crossfeed. Check. Wie viel Schub haben die Lampen? Wenn wir sie auf Vollpower stellen, genug. Sehr viel genug. So, ich hätte gesagt, machen wir doch auf die Seite, wo keine Leiter ist, unseren Tankschlauch hin tatsächlich. Dass wir den anschließen können. So, dann kann man den nämlich nehmen und rüberziehen. Und auf die andere Seite machen wir den Tanknupsi. Und da das asymmetrisch aussieht, der wichtige Part hierbei ist Asi, machen wir 2, die sich links und rechts von der Leiter bewegen, damit es nicht asymmetrisch aussieht. Ah, die Position bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Ach, guck mal, da ist sogar so ein kleiner. Ah, das müssen wir, warte mal, drehen. Können wir die drehen, please? Ich möchte den kleinen Nupsi so unten drunter haben. Wie gut ist das? So, haben wir keine komischen Grafikeffekte. Ah, jetzt sind die. Ah, dann ist einer oben, einer unten. Macht mich das kaputt? Macht mich das optisch? Ja, kann ich nicht. Kann ich nicht. Muss ich einzeln machen. Tut mir leid. Dann hätte ich es gerne. Griff unten, Drehding oben. So. Zack. Klick.
ist das? Da bin ich sicher. Ah, doch. Okay, cool. Ah, nice. Nice. Schön. So, mit. Sehr gut. Davon zwei, davon einer. So. Ich muss kurz mal was probieren. Das wäre sehr witzig, wenn es funktionieren würde. Ah, die kann man jetzt wieder nicht. Schade. Das wäre cool gewesen. Aber es geht leider nicht. Ich hätte die gerne einen Ticken größer skaliert, damit wir einfach die Nupsis an sich gegen so Warnlampen austauschen. Funktioniert das optisch für euch? Ich weiß nicht, ob es optisch für mich funktioniert. Besser als die Nupsis. Ja, die Nupsis sehen irgendwie komisch aus, ne? Ich hätte es halt gerne ein bisschen größer eigentlich skaliert, die Dinger. Das wäre cool gewesen. Damit ich sie einfach komplett über die Nupsis stülpen kann, dass einfach wirklich große Rundumleuchten drauf sind. Aber das funktioniert leider nicht. Man kann nicht nur gewinnen. Und eine Antenne nehmen wir tatsächlich noch mit. So, ich überlege, ob es... Die könnte ich mir vorstellen, aber muss nicht. Lässt nämlich den Schriftzug frei. Wir hätten eine Antenne, wenn man sie mal braucht, können wir die ausklappen. Und die meiste Zeit würde ich die ehrlich gesagt einfach eingeklappt lassen. Und sie stört halt optisch überhaupt nicht. Oder? Weil der Schriftzug bleibt frei. Man kann noch Hardcore Kerbal Colonization lesen. So in der Optik ist das völlig okay. Toggle Talk, wo ist es? Action Toggles. No Pitch Roll Off. Ein Probe Core. Ein Probe Core. Falls unsere Kerbals mal einen schlechten Tag haben, meinst du? Glaube ich, verstecken wollen. Wenn das nur so ein Reserve-Probe-Core ist, würde ich, glaube ich, so tun. Dass der offiziell gar nicht da ist. Haben wir noch was vergessen? Habe ich noch was vergessen? Es hat Landebeine. Es hat einen Antrieb. Es hat genug Thrust-Weight-Ratio, um mit vollen Tanks irgendwo hinzukommen. Es hat... Wenn wir die Dinger hier offen lassen, genug Delta V, um nach Hause zu kommen, dann transportieren wir 800.600. Das ist ein bisschen mehr als eine Füllung. Das ist okay. Dockinglicht, ja, guter Punkt. Besser am Probe Core runterschieben und nicht am Docking Port. Ach so, damit der nicht da rein glitscht, meinst du? Das ist ein valider Punkt, ja.
Und Dockinglicht ist auch ein valider Punkt. Also eigentlich ist es kein valider Punkt, aber ich bin heute allen euren Wünschen nachgekommen. Warum sollte ich jetzt den letzten kleinen lächerlichen Lichtwunsch verwehren? So, schau da rein. Nippel mit Scheinwerfern verdecken. Nee. Das ist hier unsere Warnrakete jetzt. Damit kannst du das ganze Universum warnen. So, und jetzt brauchen wir noch Landelichter. Dockinglichter hieß es. Dockinglichter. Ja, ich verstehe schon, dass es da gar nicht so sehr um die Optik ging, sondern eher um die Funktionalität. Von daher meine ich auch völlig valider Einwand, weil das wäre echt blöd, wenn man wegen so einer Entscheidung dann den Dockingport nachher nicht benutzen kann. Weil so viele Dockingports haben wir jetzt halt auch nicht, ne? So. Zack. Jetzt müssen wir die noch drehen, die sollen nämlich nicht nach außen gerichtet sein. Also nicht nach innen gerichtet sein, so rum. Okay. Sind wir da unten schon raus, weil irgendwie passte das optisch gerade nicht so zum. Verschiebt sie es gar nicht mehr. Na gut, ist mir aber egal. Muss ich nach innen gehen, weil die haben eh einen Lichtkegel. Der sollte dann mit den Dingern mitgehen. Coole Solarpanels. Ich habe leider noch keine coolen Solarpanels. Leider. Ich hätte auch gern andere benutzt. Deshalb hatte ich auch geguckt. Aber es ist leider bisher so relativ exakt der Stuff hier. Ich bin noch nicht weit genug, um coole Solarpanels zu benutzen. Aber was wir noch anbauen, ist auf jeden Fall so ein wilder Kiss-Container. So, den muss ich jetzt noch irgendwo unterbringen und dann bin ich eigentlich zufrieden. Vielleicht nehmen wir auch den kleinen und einen. Und dann lassen wir es für heute gut sein. Einfach über der Tür? Ja, ne? Macht total Sinn. Dann kann man da gut ran. Ich würde ihn noch ein bisschen eleganter versenken. Dass der wirklich wie so eine eingelassene Tür aussieht. New Year, New Me, oder wie hieß das? Ah, ganz so schlimm ist es nicht. Ah, nicht zu viel. Darf ich so ein bisschen noch rausgucken? So. Zack. Nicht mehr unser Wintermenzer. Ach, Ungu. Wenn du willst, ignoriere ich dich gerne noch ein bisschen weiter. Oder wir machen das in Speyer einfach. Ich setze mich dann mit einer Flasche Bier neben dich und red einfach mit jemand anderem, egal was du erzählst. Ich werde auch einfach nicht reagieren. Hier ist auch ein schönes rotes Licht. Finde ich auch toll. So, wir speichern das jetzt mal und jetzt kommen wir zum Thema Raid. Denn jetzt ist hier mal Feierabend, Leute.